Ja, guten Abend, meine Damen und Herren in der Junge Welt Lang Galerie. Herzlich willkommen, Barbara Kirchner und Dietmar Dath. Ich freue mich, dass es wieder so voll geworden ist. Aber nachdem ich mir vorhin einige Rezensionen des Buches, um das es heute Abend geht, angeguckt habe, verstehe ich. Können Sie es nicht erklären? Ja, überhaupt nicht. Habe ich eine Ahnung bekommen. Ja, warum vielleicht einige weggeblieben sind, andere extra gekommen sind. Das kann natürlich auch sein. Der Abend wird so ablaufen. Achso, zu mir muss ich sagen, mein Name ist Arnold Scholz. Ich bin der Chefredakteur der Jungen Welt und in dieser Funktion unter anderem verpflichtet zu sagen, dass es die Möglichkeit gibt, gleich hier ein kostenloses dreiwöchiges Probeabo der Jungen Welt abzuschließen, das auch ganz seriös einfach endet. Also es kommen dann nicht noch irgendwelche Porzellane oder Messinggegenstände, die man dann bezahlt. Oder die FAZ. Obwohl ich das nie ausschließen wollte. Ich habe ganz wieder meine Gewohnheit, mir etwas schriftlich auf das Papier gebracht, um ein bisschen etwas zur Einleitung zu sagen. Weniger, weil das, worüber es heute geht, so kompliziert, riskant, gefährlich oder sonst ist es, müsste man in der Rezension ja, wenn man denen folgt, so verstehen, sondern mein Vorbild ist der Schorsch Föbert, der Georg Föbert, der letzte Woche ja die Buchpremiere im Brechthaus in der Chausseestraße gemacht hat. Und ich fand das sehr schön, weil ich denke, es ist schon nötig, angefangen vom Titel und Untertitel und zu einigen anderen Dingen etwas zu sagen. Also, das Buch der Implex, das heute vorgestellt werden soll, trägt den Untertitel Sozialer Fortschritt, Doppelpunkt Geschichte und Ideen. Die Autoren und Idee. Die Autoren schreiben auf der ersten Textseite, dieses Buch ist keine wissenschaftliche Monographie, kein Manifest, keine philosophische Abhandlung. Es geht uns allein darum, ein paar Aussichten und Ansichten zu bündeln, die man im 18. und 19. Jahrhundert häufiger zu sehen und zu hören bekam als heute, von denen wir aber meinen, dass man sie bald wieder brauchen wird. Die Kernfrage lautet, ob so etwas wie sozialer Fortschritt gedacht und wichtiger und darum geht es, glaube ich, tatsächlich, ist eben zentral immer wieder in diesem Buch und wichtiger gemacht werden kann. Es geht um das Machen von Fortschritt. Wie kann das funktionieren? Barbara Kirchner und Dietmar Dath nennen das Werk von weit über 800 Seiten, dann noch einen Roman in Begriffen. Einer der Rezensenten hat geschrieben, und der Held des Romans ist eben der Fortschritt. Und sie beide erläutern, es begleitet das Buch die Schicksale von Versuchen, die Welt besser einzurichten, als die neuzeitlichen Menschen sie vorfanden, als sie anfingen, neuzeitliche Menschen zu sein. Das erscheint, denke ich, schon für den Anfang ziemlich viel auf einmal. Und ich denke, wir werden im Verlauf des Abends Mühe haben, ein bisschen in die Schicksale, Lebensläufe, Verwicklungen und Händel dieser ganzen Begriffe, die ich jetzt genannt habe, einzudringen. Das Buch ist nicht so humoristisch, finde ich, wie Ziffel in Brechts Flüchtlingsgesprächen Hegels Wissenschaft der Logik beschreibt. Ich zitiere einmal. Es beschreibe, sagt Ziffel dort, die Lebensweise der Begriffe dieser schlüpfrigen, unstabilen, verantwortungslosen Existenzen, wie sie einander beschimpfen und mit dem Messer bekämpfen und sich dann gemeinsam zum Abendessen setzen, als wäre nichts gewesen. Darum geht es hier nicht. Darum geht es hier nicht, sondern eben Begriff und Machen, sagen wir es mal so. Das heißt, mit anderen Worten, es ist ein ernsthaftes Buch, natürlich mit auch sehr humoristischen und unterhaltsamen Passagen, wie es überhaupt ungeheuer vielfältig ist. Manche Termini habe ich mir hier aufgeschrieben, ich würde jetzt schon sagen, sehr viele Termini stammen aus einer Naturwissenschaft. Immer erwähnt in der Rezension wird die Sonolumineszenz. Und allein das erregt natürlich schon, dazu werden wir noch was sagen sicher, und allein das erregt schon Ehrfurcht, jedenfalls bei mir. Solche Begriffe
haben natürlich die Aura des Exakten und ja, das ist eben so, ein für alle Mal gesagt, da ist dann nichts mehr mit, die Begriffe bekämpfen sich und bis aufs Messer oder so. Aber es geht dann, wenn das so ist, also naturwissenschaftliche exakte Begriffe, eben doch sehr schnell um Technik, um Technik könnte man nochmal sagen, also ums Machen. Die Autoren, und das ist aus meiner Sicht der Hintergrund, betrachten überhaupt, anders als Hegel, das Gesellschaftliche auch vom Natürlichen aus, von der Natur aus. Natürlich auch umgekehrt, die Natur von der Gesellschaft aus. Aber diese naturwissenschaftliche Komponente zieht sich durch und erdet das ganze Buch gewissermaßen. Das hat auch mit einem Prinzip zu tun, das sich durch das ganze Buch zieht. Das ist von dem englischen Philosophen Hume entlehnt und besagt, aus einem Sein geht kein Sollen hervor, jedenfalls nicht zwingend. Es hat aber auch, und das würde ich hinzusetzen, es hat aber auch diese naturwissenschaftliche Komponente mit Dialektik und Materialismus zu tun, mit dem Verzicht, wie Barbara Kirchner und Dietmar Dart es nennen, auf eine begriffliche Dualwirtschaft, in der aristotelisches Wesen, heideggerisches Sein oder sonstige mehr oder weniger verstiegene und verblasene Fixierungen noch eine Rolle spielen. Und es hat damit zu tun, dass eine alternative, wie Sie schreiben, weniger hegelianische, dafür richtigere Fortschrittstheorie skizziert werden soll. Und wenn ich hier gleich kritisch einwenden soll, dazu sagen Sie dann leider ein bisschen wenig zu dem, was der Hegel zum Fortschritt gesagt hat. Ein wichtiger Punkt noch, oder der wichtigste vielleicht überhaupt, es geht um Fortsetzung der Aufklärung, womit vor allem, ich sagte es, Praktisches gemeint ist. Am Ende des Buches heißt es zum Beispiel, wir haben versucht, den Fortschritt ohne das Absolute, ohne die Arche, also den sozusagen absoluten Beginn, und ohne das Ideal zu denken. Dass man ihn je anders hat denken wollen, gehört zum Rätsel der Geschichte insgesamt. Doppelpunkt. Da man nicht in der Geschichte mit der Vernunft angefangen hat, aber ohne die Vernunft nicht weiterkommt, besteht der Fortschrittsprozess offenbar darin, aus Unvernünftigem Vernünftiges zu machen. Und zwar nicht in der Theorie, sondern praktisch. Da ist wieder dieser Akzent. Und in diesem Punkt übrigens widersprechen Sie Peter Hacks. Ein Rezensent hat geschrieben, es sind ja 5 Helden und ich glaube 3 Schurken in dem Buch. Also einer der Helden ist Peter Hacks, der das Ideal für unerlässlich hielt, wollte man Fortschritt. Das ist aber, soweit ich gesehen habe, auch der einzige Widerspruch gegen Hacks. Es ist kein Buch über Revolution, obwohl es häufig um politische Praxis von Revolutionären geht. Vor allem aber geht es um, ich zitiere, die Hartnäckigkeit der Vorstellung von einer anderen Welt. Nebenbei wird übrigens mitgeteilt, dass Revolution in einem hochoffiziellen Wörterbuch der Gesellschaftslehre in der DDR nicht vorkommt. Ich war leicht konsterniert und wollte deswegen wissen, in welchem. Das kann ich gleich beantworten. Der Verfasser oder der Hauptverfasser hieß Wolfgang Eichhorn. Das ist erschienen 1969 bei Dietz, 2 Jahre später bei UTB im Westen, ja, als ein sozusagen Westexport. Er sagt, wir sind ja gar nicht so schlimm. Und das Interessante ist, dass das mehr als anekdotischen Wert hat, weil das dieselbe Zeit ist, in der Adorno, von dem man jetzt auch Gutes und Schlechtes denken kann, einen sowjetischen Gesellschaftswissenschaftler kennengelernt hat. Und dieser ihm sagte, ach wissen Sie, bei uns in der Sowjetunion ist Soziologie noch etwas sehr Neues. Worauf Adorno einigermaßen konsterniert und zu Recht konsterniert antwortete, Marx? Ja. Solche Dinge sind ja geschehen. Die sind geschehen, das glaube ich auch sofort. Gut, aber das ist ein anderes Thema, wie gesagt, das war jetzt eine mehr private Irritation meinerseits. Sie haben einfach nicht geglaubt, dass es dieses Buch gibt. Genau. Das Buch entwirft, wie Barbara Kirchner und Dietmar Dart es nennen, eine mehrdimensionale Möglichkeitsgeografie. Das ist nämlich eines der Synonyme für Implex, eine mehrdimensionale Möglichkeitsgeografie. Das heißt,
das Übergangsfeld von der Möglichkeit zur Wirklichkeit, eben dieses praktisch machen. Gesellschaftlicher Veränderung ist das Terrain, auf das die Begriffe, um die es in diesem Buch geht, geschickt werden. Und da tummeln sich dann in 18 Kapiteln Naturrecht, die Arbeit, die Klassen, der Feminismus, die Liebe, Öffentlichkeit, fantastische Erzählungen oder auch Utopien und Science Fiction, der Staat, die Organisation, Bellizismus, die Philosophie und auch eben als eine der Schurken die organisierte Religion, Friedrich August von Hayek, also des Begründers des sogenannten Neoliberalismus. Es geht um Wissenschaft, Freiheit und ja, auch um vieles andere noch, wie Gewalt. 10 Jahre, habe ich irgendwo mitbekommen, hat die Arbeit an diesem Band gedauert. Manches war schon in anderen Arbeiten zu finden. Also mir steht vor allem vor Augen Maschinenwinter. Also wer sich an die Passagen dort über, wie alle bisherige Geschichte ist eine Geschichte von Klassenkämpfen, wie sie dort interpretiert wird, das wird hier zum Beispiel übernommen, wer sich das daran erinnert. Und zum Schluss noch zu den beiden Autoren. Barbara Kirchner ist Professorin für theoretische Chemie an der Universität Leipzig und Schriftstellerin. 2002 habe ich mir aufgeschrieben, war das richtig? Weil ich auch 2001 gesehen habe, erschien ihr Roman Die verbesserte Frau. Und 2002 dann der Band Schwester Mitternacht, den sie auch damals gemeinsam mit Dietmar Dart verfasst hat. Dietmar Dart ist Schriftsteller und Übersetzer. Er war Chefredakteur der Zeitschrift Spex 1998 bis 2000, dann Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von 2001 bis 2000 wieder und jetzt wieder seit Oktober 2011. Zu seinen jüngeren Publikationen gehören das schon erwähnte Buch Maschinenwinter, Wissen, Technik, Sozialismus, das auch schon einmal hier vorgestellt wurde, die Abschaffung der Arten, ebenso wie Maschinenwinter aus dem Jahr 2008. Das, ich fand, sehr empfehlenswerte Buch Deutschland macht dicht aus dem Jahr 2010 und auch die Studie über Rosa Luxemburg ist aus jenem Jahr. Ich habe mir jetzt noch 2 Fragen überlegt, von denen ich hoffe, dass sie nicht nur sozusagen mein privates Interesse widerspiegeln und bitte die beiden Autoren darauf zu antworten. Dann wird Barbara Kirchner das Wort ergreifen und Dietmar Dart zusammen werden sie etwas vortragen. Und meine Fragen sind, in dem Buch spielt der Begriff Hexis zusammen mit dem Begriff Praxis eine große Rolle. Und ich denke, das sollte erläutert werden. Wer möchte? Ja, das kann ich mal machen. Wobei kann man das verstehen? Vorsicht, Mikro. Ich denke schon, dass man mich verstehen kann. Wobei ich zunächst mal mich bedanken möchte für die Einladung. Mikrofon, ja. Das ist kein Fetisch, das muss man benutzen. Ja. Kann man mich jetzt verstehen? Jetzt kann ich mich nicht mehr verstehen, aber das ist ja egal. Also ich möchte mich zunächst mal bedanken bei Michael Mede und Arno Scholze für die Einladung hierher in die Ladengalerie. Das hat mich sehr gefreut, dass wir hier auch den Implex vorstellen dürfen. Weil ich finde, das ist ein sehr schöner Veranstaltungsort, das habe ich schon mehrfach gesagt. Und ich möchte mich bedanken für die freundliche Einführung. So, dann möchte ich gleich was zur Einführung sagen, aber zunächst ganz kurz zu Hexis und Praxis. Hexis unterscheiden wir von Praxis dadurch, dass wir sagen, dass Hexis eine Teilmenge von Praxis ist. Es geht um Handeln, es geht um Haltung und bei Hexis sagen wir, das ist das gewohnheitsmäßige Handeln, also nicht das bewusste Handeln, das unbewusste Handeln. Wenn wir dann bewusst handeln, dann unterscheiden wir das von Hexis und das kann eben Praxis sein. Deswegen ist Praxis ein größerer Teil als jetzt Hexis. Und dann, das ist aber wirklich etwas Nebensächliches, aber nur als Beispiel mal, also ja, man hat es schon mit ungewohnten Formulierungen in dem Buch zu tun. Es gibt dort die Vokabel, die ich bis dahin nicht kannte, Interpenetrationismus. Das war Interpenetration, sorry, das mache auch ich. Ja, den gibt es nicht. Ismus. Nee. Und das sind eben einfach Dinge, die sich gegenseitig durchdringen und wir haben das von Luhmann. Hier
sage ich jetzt vielleicht nicht mehr dazu, als dass sich die Dinge gegenseitig durchdringen. Und das kennen Sie wahrscheinlich von der Dialektik her auch schon. Aber ich gehe jetzt gerade auf Ihre Einführung noch ein, nämlich auf den Punkt zu Hux. Und im Laufe dessen, was ich dazu sage, kommt vielleicht auch nochmal ein Beispiel von Interpenetration. Meine Stimme hört sich furchtbar an für mich, aber gut, Sie verstehen es so besser. Wir hatten gesagt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Hux und uns. Vielleicht gibt es auch mehr. Ich denke, an der Stelle ist das nicht, ist der Unterschied nicht so groß oder vielleicht sogar gar nicht vorhanden. Sie haben gesagt, also ich wiederhole das nochmal ganz kurz, dass wir den Fortschritt ohne Ideal denken. Und Hux sagt, das geht nicht. Und ich denke, das ist kein Widerspruch, denn das sind einfach zwei Seiten einer Sache. Wenn ich es richtig weiß, ich bin nicht der Hux-Experte, das ist eher der Dietmar. Wenn ich es richtig weiß, ist bei Hux das Ideal wichtig für die Kunst. Und Utopie wird eher abgelehnt. Für Politik, da reicht eigentlich das Programm, so Hux. Bei uns ist Fortschritt ohne Ideal, was ist damit gemeint? Wir meinen, dass das kein fertiges Ideal ist, sondern dass das Ideal nochmal verbesserbar ist. Also hier die Interpenetration. Ideal und Fortschritt bedingen sich gegenseitig. Also das Ideal ist dem Fortschritt unterworfen und denken Sie nur an All men are created equal. Das ist ein Fortschritt, aber was ist mit den Frauen? Also in dem Moment, wo ich einen Schritt weitergehe, kann ich das Ideal auch wieder verbessern. Das meinen wir. Also wirklich hier ein gutes Beispiel für Interpenetration. Was wir gemacht haben, ist, wir wollten das auflockern. Also wir wollten den Zusammenhang Fortschritt und Ideal auflockern und haben eigentlich dadurch erst gelernt, warum man sowas wie ein Ideal braucht. Und da gibt es bei Hux auch das schöne Beispiel der von Null. Null ist nichts, aber man braucht es zum Rechnen. Also als die Inder die Null eingeführt haben, war es ja so, dass man auf einmal Sachen rechnen konnte oder machen konnte, die man ohne Null nicht machen konnte. Und ein weiteres Beispiel, und ich denke, du hast sicher noch mehr Beispiele in die Richtung, ist Gott. Über Gerechtigkeit kann man mit Hilfe von Gott reden, aber wenn man sich einen gerechten Staat denkt, dann ist das ja auch wieder ein Schritt weiter. Aber du hast da sicher noch ein, zwei Sachen mehr dazu zu sagen. Ja, das vielleicht nochmal zur Erklärung der Interpenetration. Ja, ich hab das Beispiel, über das wir überhaupt drauf gekommen sind, nämlich das Naturrecht. Ja. Und zwar ist es im Buch ja historisch so her erzählt, dass man eben sagt, okay, es fängt oft mit Irrtümern an. Also was du gesagt hast, wenn man sagt, man braucht das Ideal, damit der Fortschritt irgendwo hinstreben kann, also den allseitig entwickelten Menschen, von dem man dann plötzlich merkt, der ist aber männlich gedacht und da muss man noch was tun, dann kann man eben dieses Ideal selber wieder in den Fortschritt sozusagen einspeisen und sagen, der Fortschritt, den wir schon gemacht haben, lehrt uns, dass wir an unserem Ideal noch was machen müssen. Und ich glaube, dem hätte Hux nicht widersprochen. Nein. Worum es uns geht, ist das Ideal sozusagen nicht als Absolutum. Gut, draufgekommen sind wir übers Naturrecht. Und zwar gibt es irgendeinen Zeitpunkt in der Geschichte, den kann man relativ weit zurückverlegen, wo das erste Mal der Gedanke auftaucht, alle, die Menschenantlitz tragen, alle, die zwei Beine haben, zwei Arme, Augen, denken können, haben qua dieser Eigenschaften auch gewisse Rechte. Körperliche Unversehrtheit, Freiheit, Besitz, da wird es dann haarig und interessant. Gut. Zu dem Zeitpunkt, wo man das von Gott her denkt, wo Thomas von Aquin zum Beispiel das von Gott her denkt, wird gesagt, weil wir so geschaffen sind. Wir sind so und deswegen darf man gegen diese Rechte nicht verstoßen, sonst lehnt man sich gegen Gott auf. Aber tatsächlich ist es so, dass in der Natur natürlich keine Rechte existieren. Also ich kann nicht an den Tiger appellieren, reiß mich nicht, ich habe gewisse Rechte der körperlichen Unversehrtheit. Das heißt, der Begriff Naturrecht ist eigentlich Quatsch, als empirischer Naturbeobachtungsbegriff. Ja. Er ist aber notwendig zu einem bestimmten Zeitpunkt, weil über diesen Begriff fängt plötzlich eine Debatte an, mit der man dann sagen kann, naja, wir können uns halt vorstellen, wenn wir diese Rechte aufstellen wollen, dann müssen wir halt eine gesellschaftliche Einrichtung denken und auch vor allen Dingen tatsächlich verwirklichen, die diese Rechte gewährt.
Also dann müssen wir eine Struktur bauen, wo wir so miteinander zusammenleben, dass jemand, der gegen diese Rechte verstößt, Sanktionen des Gemeinwesens zu fürchten hat. Das heißt, es fängt an mit einem Irrtum und dieser Irrtum hat eine gewisse historische Nützlichkeit. Und zwar in dem Sinne, da kann ich gleich noch was zu dem Hegel sagen, in dem Sinne, dass, wie Hegel sagt, die Menschheit bedurfte des Schießpulvers und also bald war es da. Ja. Oder die marxische Variante, die Geschichte stellt sich nur, oder die Menschen stellen sich nur Aufgaben, die sie auch zu lösen imstande sind. Damit ist, glaube ich, nichts Metaphysisches gemeint. Das heißt, bei Hegel ist es immer so ein bisschen zweideutig. Aber bei Marx ist es eindeutig nichts Esoterisches, sondern was er damit sagen will, ist, in dem Moment, wo eine Gesellschaft einigermaßen reif ist für so einen Beschluss oder für so eine Veränderung, tauchen diese Fragen vielleicht zunächst in fantastischer Form, vielleicht zunächst in irriger Form erstmals auf und werden diskutiert. Das allerklassischste Beispiel dafür ist sogar zu einem Texttitel geworden bei Engels, nämlich die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft. Das heißt, sie wird zuerst als phantasmagorisches Traumgebilde in die Welt gesetzt und dann kann man daran arbeiten, was hat es eigentlich mit der Welt zu tun, wie sie ist, wie und wo muss man die Welt drehen, um dahin zu kommen. Ich würde generell sagen, wenn man in dem Buch Dinge findet, die... Genau, ich mache einfach eine kleine Verkehrstabelle. Also wenn Marx und Engels was anderes sagen als wir, dann haben in 80% der Fälle Marx und Engels recht. Wenn es philologisch so aussieht, als ob es Marx was anderes sagt als Engels, dann ist es einigermaßen 50-50. Kommt darauf an, wie spät der jeweilige Engels ist. Wenn Lenin was anderes sagt als Marx und Engels, dann haben wahrscheinlich Marx und Engels recht, aber Lenin ist praktischer. Und wenn Hux was anderes sagt als alle anderen, dann sieht das nur so aus, er hat es einfach sehr viel besser formuliert, was die anderen alle meinten. Das wäre so eine kleine Tabelle, wie man sich das Buch eventuell aufschließen kann. Also Widersprüche liegen an unserer Unbeholfenheit, an ungenauer Lektüre oder daran, dass wir Unrecht haben. Gut, war es das? Ja. Ja, genau. Dann kann ich vielleicht noch was sagen zur Sonolumineszenz. Oh ja. Ach so, das, ja. Das erkläre ich jetzt nicht direkt, damit ich Sie das Buch zu kaufen und sofort nachzulesen. Und ein Probeabo der Jungen. Sondern ich sage ganz kurz, wieso wir mit solchen Beispielen kommen. Sonolumineszenz ist was Erfundenes. Und ich hatte lange Zeit ein Problem, wie definieren wir denn Natur? Ich werde da auch in meinem Referat darauf eingehen. Weil es in der Wissenschaft ja auch solche Dinge gibt, wie ich erfinde ein Molekül neu. Ich habe da immer gerne mein Beispiel der ionischen Flüssigkeiten, einfach weil ich darauf forsche. Und mit den ionischen Flüssigkeiten ist es halt so, das sind Salze und Sie kennen alle Salz. Wenn Sie Salz auf Ihr Butterbrot streuen, dann ist das fest. Und bei den ionischen Flüssigkeiten ist es eben so, das sind Salze, die sind aber nicht fest, sondern flüssig bei Raumtemperatur. Und deswegen sind sie sehr, sehr interessant für die Chemie, als neue Reaktionsmedien und so weiter. Und der Witz dabei ist jetzt, dass man die nicht in der Natur gefunden hat, sondern dass man die designt oder sich selber zusammenbastelt. Also es ist was Menschengemachtes, aber wir zählen es trotzdem zur Natur, weil wir sagen, Natur ist das, was durch Kommunikation nicht verändert wird. Das heißt, jeder von Ihnen kann sich eine ionische Flüssigkeit bauen. Und die ionische Flüssigkeit, die Sie sich bauen, wenn die so ist, also wenn Sie die sich aus denselben Teilen zusammen, aus denselben Kationen und Anionen zusammenbauen, wie der andere auch oder die andere, dann hat die dieselbe Eigenschaften. Das heißt, Sie können da nicht drum rumreden oder drüber reden und die ist dann anders, sondern die ist genauso wie dieselbe ionische Flüssigkeit von dem anderen auch. Und, das heißt, wir meinen Natur immer so wie der Begriff, das liegt in der Natur der Sache. Versus irgendwas, was ein Beschluss ist. Also wenn man sagt, wir definieren Ehe als das Vertragsbündnis zwischen Mann und Frau. Nein, wir können es eben auch anders definieren und dadurch verändern. Aber wenn etwas in der Natur einer Sache liegt, dann können Sie viel definieren. Da wird nichts passieren. Gut. Dann... Das Experiment ist dafür da, herauszufinden, was in der Natur der Sache liegt und was nur so aussieht. Genau, was die Eigenschaft ist. Oder wie es bei Hegel heißt, Wesen und Erscheinung. Ja. Gut, also Barbara Kirchner, ja? Dann würde ich jetzt mit meinem Referat anfangen. Ja. Meine Damen und Herren, vor ungefähr einer Woche, das heißt letzten Mittwoch, haben Dietmar und ich im Brechthaus ein kleines Referat gehalten. Das hatten wir zusammen erstellt. Die Absicht war, darzulegen, wie wir gemeinsam arbeiten und warum wir gemeinsam so arbeiten. Also wir hatten das direkt an einem Text gezeigt, wo wir uns abwechselnd, für diejenigen, die nicht da waren, wo wir abwechselnd dann gelesen hatten und abwechselnd
ja, eben den Text so aufgebaut hatten, wie das Buch dann entstanden ist, weil sich viele gefragt haben, wie kann man ein Buch zusammenschreiben. Diesmal machen wir das anders. Wir haben unsere Gemeinsamkeiten betont, um eine Art Auftritt für das Buch zu ermöglichen. Aber jetzt ist das Buch aufgetreten, und zwar auf einige Füße. Die Taz hasst es, allerdings hasst sie uns nicht so sehr wie das Buch, das erst zerfetzt wurde und dem sie dann eine sehr nette Besprechung des Abends hinterhergeschickt hat. Die Zeit hasst das Buch auch und uns noch viel mehr. Wir sind steter Teenager geblieben und die soll man beim Spinnen nicht stören. Im Radio hat man ähnliche Bemerkungen gefunden, teilweise wortgleich. In der Welt wiederum haben sie Dietmar alleine porträtiert, im Freitag nicht. Andere Formen, das Buch von uns zu trennen, ohne uns voneinander, werden sicher auch noch ausprobiert werden. Wir dachten also, dem können wir uns anschließen. Wir reden heute über unsere Unterschiede und die Unterschiede im Buch zwischen den verschiedenen Ebenen. Ich rede über meine Naturwissenschaftlerinnen-Sicht auf die Dinge zweimal und Dietmar redet zweimal über das andere, über was anderes. Natürlich gibt es dabei die Hoffnung, nochmal ein bisschen für unsere Anstrengungen zu werben. Das habe ich auch gerade gemacht. Wir denken, dass sich damit noch was anderes machen lässt als das, was bis jetzt größtenteils damit gemacht wurde. Aber das liegt natürlich nicht bei uns. Das Referat diesmal habe ich größtenteils alleine geschrieben, obwohl ich diese ans Papier gefesselte Vortragsweise sehr fürchte. Ich bin da immer arg unbeweglich und finde mich von da aus nur schwer in Sorte Diskussionen, die bei Themen wie denen, um die es dem Buch geht, offenbar die übliche ist. Es muss trotzdem sein. Das liegt daran, dass die Unterschiede an mir, weil ich anders als Dietmar kein Profi in diesen politischen und literarischen Debatten bin, deutlicher werden können. Zunächst nochmal zusammenfassend, aber zu den Gemeinsamkeiten. Wir denken beide, sozialer Fortschritt ist wünschenswert. Wir denken beide, er ist möglich, nämlich machbar. Wir definieren ihn beide gleich. Mehr Möglichkeiten, das Leben zu leben, bei gleichzeitiger Zunahme der Sicherheiten, die verhindern, dass man aus dem Gemeinwesen fliegt oder sonst wie verkommt. Wenn man sich nicht an irgendeine Norm hält, wenn man nicht nach Vorschrift arbeitet und lebt. Fortschritt ist, wenn mehr Leute mehr dürfen und weniger Leute weniger Schlimmes passiert als bisher, soweit das, was sie dürfen, eben gesellschaftsabhängig ist und das Schlimme auch. Gegen einen Riesenvulkan oder einen Meteoriten kann man den Fortschritt nicht bemühen. Allerdings ist auch da die Sache schon nicht so einfach, wie sie aussieht. Man könnte ja sagen, aha, nicht zuständig ist der soziale Fortschritt also für die Natur, für Erdbeben und Tsunami. Sehr wohl zuständig ist er für die Rente und die Krankenversorgung, für das Gesellschaftliche. Der Witz ist aber, das Gesellschaftliche ist ja selber einfach eine Art und Weise, wie die Menschen ihren Stoffwechsel mit der Natur gemeinsam regulieren. Als Naturwissenschaftlerin würde ich sagen, ein Sklavenhaltersystem nutzt die Natur der menschlichen Körperbeschaffenheit zur Ausbeutung. Bei dem Wort Körperbeschaffenheit ist das Hirn mit drin. Übrigens, es gibt gebildete Sklaven, Schreibsklaven, wissenschaftlich arbeitende oder künstlerische Sklaven. Ein Feudalsystem regelt den Besitz an Grund und Boden und die Landwirtschaft. Ein kapitalistisches System verwissenschaftlicht die Produktion insgesamt, etabliert über eine abstrakte Größe das Kapital bestimmte Verhältnisse sowohl zur menschlichen Arbeitskraft und zwar in zunehmendem Maße auch das Hirn. Man soll ja derzeit sehr kreativ und intelligent sein für die Konzerne, für die Quasi-Monopole, für die Telekom und so weiter. Wir haben in dem Buch viele Begriffe definiert und der Trick ist immer, wir definieren auf eine Art, die nicht abschließt. Wir definieren als Arbeitsdefinition und schärfen und bauen dann um, wenn das Material, über das wir nachdenken, das verlangt. So auch unsere Naturdefinition. Wir sagen am Anfang, Natur ist das, was sich durch menschlichen Beschluss und menschliche Kommunikation nicht ändern kann. Ein Berg oder ein Molekül oder ein Stern sind, wie sie sind, egal, wie ich darüber rede. Gesellschaft dagegen
Ich kann ein Produktionsverhältnis ändern, wenn ich eine neue Eigentumsform durchsetze. Das ist eine Form von kommuniziertem Beschluss. Ein Gesetz, dann verhalten sich die Leute, falls sie dem Gesetz folgen, fortan anders. Oder ich ändere die Definition der Ehe. Dann könnten auch zwei Frauen oder zwei Männer heiraten. Das hat Folgen für das Erbrecht zum Beispiel. Oder ich ändere das faschistoide Staatsbürgerrecht, das sagt, die blutsmäßige Abstammung bestimmt, wer hier dazugehört und gewisse Rechte und Pflichten hat, und sage stattdessen, alle, die hier geboren sind oder alle, die so und so lange hier leben oder etwas anderes. Gesellschaftliche Änderungen sind Kommunikations- und Beschlussänderungen. Aber der Witz ist natürlich, der Unterschied ist nicht starr, er ist dialektisch. Das heißt, es sind zwei Enden eines Spektrums, die dann ineinander übergehen können. Ich kann ja etwas beschließen und kommunizieren und dann ändern wir zusammen nicht nur unser Verhalten zueinander, sondern auch unser Verhalten in der Natur und dann ändert sich die. Ein Beispiel. Ich habe vorhin gesagt, ein Tsunami ist nichts Gesellschaftliches. Aber wenn zum Beispiel ein Land der dritten Welt eine Küste verwüstet wird und sehr viele Menschen ertrinken, weil die Flutwelle sie tötet, dann gibt es den Fall, früher waren da Wälder, die hätten die Welle verlangsamt. Dann kamen die westlichen und nördlichen Investoren, die haben alles abgeholzt, Touristenstrände mit ein paar Hotels draus gemacht. Jetzt ertrinken mehr Menschen als vorher und das, weil etwas Gesellschaftliches passiert ist. An diesem Beispiel kann man jetzt noch einmal schnell den Implex erklären. Dann komme ich auch schon zu meinem Thema. Der Implex, das sind alle möglichen Situationen, die durch menschliches Handeln aus einer vorhandenen Situation geholt werden können. Also die Situation ist, an einem Strand der dritten Welt leben Menschen dort, wo es Tsunamis gibt. Zum Implex gehört dann erstens, die Küste wird in Ruhe gelassen, zweitens, die Menschen ziehen ins Landesinnere, die Bevölkerungsstruktur verändert sich so, dass nur noch minimale Opferzahlen erwartet werden. Das ist ergänzbar durch Eingriffsmaßnahmen technischer Art. Das wäre ein Fortschritt, und zwar ein sozialer, aber durchaus im Verhältnis zur Natur. Drittens, die Kapitalisten holzen den Wald ab, stellen hässliche Bunker hin, stoßen Leute, die ihren bisherigen Erwerb verlieren, in die Prostitution und so weiter. Das wäre kein Fortschritt. Was uns in dem Buch interessiert hat, ist, unter welchen Bedingungen machen die Menschen den Fortschritt, unter welchen nicht? Und wie stehen die verschiedenen Aufwände des Denkens, Kommunizierens, Beschließens und Handelns in der Praxis zueinander und welche gewohnheitsmäßigen Haltungen, welche Hexis, hindert sie daran? Das ist das ganze 900-Seiten-Ding. Wir argumentieren das dann durch und wiederholen das manchmal in verändertem Kontext. Auch das hat man uns vorgeworfen, aber wir finden, einen komplizierten Gedankengang muss man manchmal neu zusammenfassen, wenn man eine Stufe weiter will. Wir setzen uns auch mit Gegenargumenten auseinander. Wir zitieren und greifen an, was die Leute gesagt haben, die entweder erstens nicht glauben, dass es sozialen Fortschritt gibt, zweitens nicht glauben, dass man ihn machen kann, drittens andere Definitionen vorschlagen als die beweglichen, die wir skizzieren und so weiter. Und hier fängt jetzt mein heutiges Referat eigentlich an, denn was man in diesen politischen und philosophischen Debatten unter Argumentieren, unter Widerlegen oder Beweisen versteht, ist ganz anders als das, was ich in meiner Naturwissenschaft kennengelernt habe. Daran musste ich mich sehr gewöhnen, an diesen anderen Stil, und uns beiden hat das vielleicht geholfen, dass wir uns beim Schreiben darüber sehr oft neu verständigen mussten. Man hört ja manchmal, es gäbe zwei Kulturen. Das war jemand namens Charles Percy Snow, der das herausgefunden haben will. Die Naturwissenschaften seien die eine. Da macht man Messungen, Experimente, Simulationen und hat Gleichungen, die da ein System reinbringen und Vorhersagen erlauben, weil man damit bestimmte Regelmäßigkeiten abkürzen kann. Die Geisteswissenschaften seien das andere. Da hat man Logik, Rhetorik und das Lesen und Ausdeuten von Texten, die sogenannte Hermeneutik. Die Politik und die Geschichte, um die es uns im Buch weitgehend zu tun ist,
gehören nach dieser Auffassung zu den Geisteswissenschaften, obwohl man in Politik und Geschichte ja auch Experimente machen kann, Messungen, Simulationen und sogar Gleichungen. Aber was mich jetzt wirklich verblüfft hat, als ich durch Dietmar einige Klassikerinnen und Klassiker, aber auch einige Autorinnen und Autoren der Gegenwart zu diesen Fragen von Politik und Geschichte kennenlernen konnte, war, dass diese ganzen Dinge, Experiment, Text, Interpretation, Logik, Historisches und so weiter, völlig wild durcheinander gehen, dass sich in diesen Auseinandersetzungen ganz selten mal jemand fragt, welchen Ort hat die Behauptung, die ich da gerade mache? Ist das was Logisches? Ist das was Textbezogenes? Ist das was Methodisches? Ist das eine Beobachtung oder eine Überlegung? Ist das ein Naturgesetz oder eine soziale Regel? Mein Referat, und Dietmar wird mir ab jetzt helfen, bringt 4 Beispiele für diese Unordnung und dafür, wie wir versuchen, gegen sie zu arbeiten. Sie sind nicht aus dem Buch genommen, weil die Sachen im Buch so eng miteinander verknüpft sind, dass man sie eigentlich nur diskutieren kann, wo der Gedankengang bekannt ist. Das kann man hier aber nicht voraussetzen. Das Buch ist seit dem 13. Februar erhältlich und wer behauptet, den Gedankengang schon aufgenommen zu haben, der oder dem glaube ich das nicht. Einfach, weil wir 10 Jahre daran gewurstelt haben. Es mag ja alles Quatsch sein, aber gelesen muss es schon werden. Und wenn dann Rezensionen erkennbar aus Stichproben gestrickt sind, na gut, kann man machen. Aber das Ding ist kein Hologramm, wo ein Fetzen jeweils das Ganze enthält. Gut, also ich nehme unsere 4 Beispiele aus den Reaktionen auf das, was wir machen, denn die kann man kennen. Das erste Beispiel, der Marxismus. Die Klassiker kannte ich nicht so genau, wie ich sie dann fürs Buch kennenlernen musste. Ich kannte das Manifest der Kommunistischen Partei, ich kannte Teile von Engels, den Anti-Düring, das Elend der Philosophie von Marx, Staat und Revolution von Lenin. Ich dachte von diesen Kenntnissen her, die zum Teil 20 Jahre alt waren und älter, marxistisch, das ist eine bestimmte Sicht auf das Gesellschaftliche und seinen Zusammenhang mit dem Natursubstrat. Dass die Leute erstmal produzieren müssen, wovon sie leben, und dass die Art, wie sie diese Produktion miteinander organisieren, den Grad des Unrechts in ihren Gesellschaften festlegt. Dass der Kapitalismus nicht einfach Freiheit ist, sondern bestimmte Freiheiten für bestimmte Leute, sich die Arbeit einander anzueignen, um aus Geld mehr Geld zu machen. Dass dies alles ein bestimmtes Geschichtsbild nahelegt und eine bestimmte Programmatik stürzt, die zum Beispiel sagt, den sozialen Fortschritt in unserem Sinn, wie ich ihn oben beschrieben habe, den kriegen wir schneller und besser hin, wenn wir die Produktion vergesellschaften, statt in ihrem privaten Besitz zu lassen. Das sind alles Sachen, mit denen ich übereinstimme. Das sind Sachen der Forschung. Besteht dieser vom Marxismus behauptete Zusammenhang zwischen Produktion und sonstigem gesellschaftlichen Leben wirklich? Kann man das aus den historischen Quellen zeigen oder nicht? Was ich jetzt aber herausfinden musste, war, die meisten Leute, gerade auch Leute, die sich als Marxistinnen und Marxisten verstehen, behandeln das als eine philologische Sache. Also niemand in der Physik käme auf die Idee, die Frage, ob etwas mit den Bewegungsgleichungen von Newton übereinstimmt, ob etwas deshalb zur sogenannten newtonschen Physik gehört, allein anhand der Texte von Newton bestimmen zu wollen. Und Marx hätte diese Art von Marxismus, die ja nicht nur dogmatisch ist, sondern textabhängig dogmatisch, wohl auch nicht gemocht. Er hat ja gesagt, ich jedenfalls bin kein Marxist. Aber diese Art von Bibelbuchstabenquatsch, das ist offenbar üblich. Dietmar wird jetzt bitte schnell ein besonders auffälliges Beispiel erzählen zum Thema Wert und Kapital. Ja, schön wäre es, wenn es um so etwas Sauberes und klar zu definierendes und daher Übersichtliches ginge wie Wert und Kapital. Nein, es geht darum, ist er denn jetzt Marxist oder nicht? Ich hatte das zweifelhafte Vergnügen am Wochenende, das mache ich nachher. Gut, also jedenfalls die Auseinandersetzung mit den Sachen, die ich da so gemacht habe und die wir jetzt gemacht haben, laufen sehr oft über, ist er denn jetzt ein Marxist? Wenn ja, ist er verrückt, beziehungsweise wenn nein, ist er verrückt. Man könnte sagen, es war ein Fehler an dem Tag, an dem ich das getan habe, irgendwann öffentlich zu erklären, das, was Marx erzählt hat, das leuchtet mir mehr ein, als das, was zu denselben Dingen woanders erzählt wird. Also nehmen wir mal als extreme Gegenspieler Hayek und von Mises. Und davon ausgehend habe ich dann, glaube ich, auch noch irgendwann gesagt, Lenin leuchtet mir mehr ein als Meryl Streep, als Margaret Thatcher. Ich finde die Frage, wer hat denn deine Jeans eigentlich genäht, nicht uninteressant.
ich finde nicht, dass, also ich finde nicht, man muss nur so lange SPD oder Linke oder Grüne oder Piraten wählen, bis die notwendige Mehrheit im Parlament für die Umwandlung dieses Staates ins Gummibärchenland und die große Wohngemeinschaft oder die LPG Laptop Berlin Mitte geleistet ist. Ich finde im Gegenteil, man muss im Parlament und außerhalb auf eine Situation hinarbeiten, in der allen klar ist, dass der Zustand, manche können sich die Arbeit anderer aneignen, viele arbeiten nichts mehr, die Lohnarbeit ist der Kitt des Ganzen und die wird nach Gutdünken sehr weniger zugeteilt, entzogen und zum Gewinnerzeugen bestimmt. Das Problem ist, und dass diese Situation, wenn sie dann da ist, genutzt wird, um diesen Zustand abzuschaffen. Ich glaube, das reicht erstmal als Marxismus. So wie es für Pizza reicht, also der Gaukpresse reicht es jedenfalls, so wie es für Pizza reicht, dass sie Käse und Tomaten auf den Teig für das runde Brot gelegt haben. Aber so sehr das dann viele auch so sehen, besonders diejenigen, die mich ganz schlimm finden für diese Ansichten, an denen überhaupt nichts neu oder originell ist, buchstäblich nichts, und bei denen der Spaß ja erst anfängt. Übrigens, zu der Hegel-Sache vorhin, zu sagen, nicht hegelianisch, dafür richtiger, das bezieht sich einfach auf den Idealismusgedanken. Das bezieht sich einfach darauf, dass eine Idee der Freiheit sich irgendwie verwirklicht. So, ja. Auch da nichts Originelles, sondern einfach der Versuch, Marx nochmal so zu sagen, dass er mit dem zu tun hat, was wir an Gegenwartsdingen gefunden haben. Gut, aber man hat also diese Pizza und ob man da jetzt Salami drauflegt oder Gramsci oder Scampi oder spontanen Streik oder eine organisierte Partei oder ein Kapitallesezirkel oder Mao, das sind Sachen, die ich eben nicht selber entscheiden will, die man, wenn man Text schreibt, nicht selber entscheiden soll, sondern sozusagen die Pizzabäcker aus den sozialen Bewegungen und diejenigen, die den Teig machen und diejenigen, die mit mir zusammen das dann alles aufessen sollen. Also sprich, meine Vorstellung ist nicht, jemand schreibt ein Buch, dann hat man Recht und dann müssen das alle machen. Aber die Strafe dafür, wenn man das so sieht, geht dann so, sagt er irgendwas, das nicht bei Marx steht, sagt er irgendwas, das anders bei Marx steht. Und einer hat mir nun nachgewiesen, und das hat mir mehr wehgetan als der Zahnarzt gestern, das ist kein Marxismus, das ist Poststrukturalismus. Oh. Klären wir erstmal, was Poststrukturalismus ist. Ja. Das kommt aus Frankreich und man kann sagen, damit ist für viele schon alles gesagt. Also es kommt aus Frankreich und es ist in vielem eine Verneinung, Verschärfung und Verschlimmerung des Strukturalismus, der auch aus Frankreich kommt. Der Strukturalismus sagt, ich vergröbere jetzt natürlich brutal und unterschlage, dass diese Leute, da sie berufsmäßige Denker sind, oft Ideen haben, ohne die man nicht weitermachen sollte. Aber gut, der Strukturalismus sagt, wenn wir ihn jetzt dem Marx gegenüberstellen, es gibt nicht Basis und Überbau, sondern viele Strukturen, die korrespondieren auf komplizierte Weise miteinander. Und wer versteht, wie sie funktionieren und wechselwirken, der ist sehr klug. So. Und das ist eine neue Art von Kritik. Diese neue Art von Kritik, die findet sich auch bei Leuten, die Marx gelesen haben, die besteht darin, dass man alles durchschaut und an nichts mehr glaubt, woran die ganzen anderen Leute glauben. Also glauben zum Beispiel Leute, ein Text habe eine Verfasserin oder ein Verfasser? Nein, sagt man dann, was wir uns unter Verfasserin oder Verfasser vorstellen, ist bloß ein Effekt des Textes. Kann ja sein, kann auch umgekehrt sein, kann auch Interpenetration sein, kann auch Dialektik sein. Poststrukturalistinnen und Poststrukturalisten radikalisieren das dann und sagen, man kann diese Strukturen gar nicht so ohne weiteres als gegeben betrachten, die widersprechen sich doch auch selber, die seien doch nicht zentrierbar, die kann man nicht auf was Essentielles festlegen, das Subjekt, das hat auch keine Mitte, auch als Effekt des Textes nicht und so weiter. Und jetzt, was hat das mit mir zu tun, wo habe ich das alles gesagt? Ich habe in einem Video von Alexander Kluge gesagt, das Kapital, das Buch, ist geschrieben aus einer Perspektive, die sagt, das Kapital sagt ich, das heißt, es ist aus der Kapitalperspektive geschrieben. Marx schreibt da nicht eine Geschichte der Arbeiterklasse, er schreibt nicht eine Geschichte der Widerstände, er schreibt nicht eine Geschichte der in diesem Prozess ja laut ihm enthaltenen Kämpfe, sondern er schreibt es sozusagen aus dieser einen Sicht. Und da wird gesagt, aha, das Kapital ist beim Dart ein Subjekt, das ist Strukturalismus, das ist Poststrukturalismus, das ist nicht mehr Marx. Ja, sorry, aber was meinte dann Marx mit dem automatischen Subjekt? Er meint natürlich genau das, was er an anderen Stellen auch meint, und da muss man halt wissen, was eine Metapher ist. Wenn er sagt, das Tote packt den Lebenden, oder wenn er in einem ähnlichen Zusammenhang sagt, die materiellen Kräfte sind mit etwas wie Geist und Willen erfüllt, das sind die sogenannten Sachzwänge übrigens, von denen immer geredet wird, was ganz real einfach Interessen sind, während die Menschen, und da meint er die Leute, die diesen Sachzwängen dann unterworfen werden, zur materiellen Kraft verdummen, wenn das Poststrukturalismus ist, okay. Aber traurig finde ich eben an so Debatten, dass sozusagen nicht mehr verstanden wird, was eine Metapher ist, wie sie funktioniert. Und insofern ist das, ich sollte ja schnell sein, ein Beispiel
für die Momente, an denen der Ort, der logische, empirische, historische, philologische Ort eines Arguments nicht mitbedacht wird, wenn es auseinandergenommen oder bekräftigt wird. Okay. Gut, so jetzt mein zweites Beispiel, die sogenannte Philosophie, die sogenannte Metaphysik. Wir haben da einen interessanten Angriff abgekriegt, wo jemand ein philosophisches Argument gegen uns bringt, obwohl wir gar nichts Philosophisches behauptet haben, sondern etwas viel Banaleres, eine reine Erfahrungstatsache. Die Tatsache lautet, wenn ein Ding für etwas nicht eignet, kann man es damit nicht machen. Also daran sieht man wieder, wie es durcheinander geht in diesen Debatten und wie schwierig es ist, diese Verwechslungen zu klären und warum das Buch deshalb so lang werden musste. Zu den vielen Dingen, die in den marxistischen Klassikern stehen und immer wieder als überholt belächelt oder verspottet werden, gehört der sogenannte Materialismus. Dass der dann auch noch dialektisch und historisch sein muss, so weit will ich erst gar nicht gehen. Ich fange nicht bei Adam und Eva an, ich fange bei Adam an und bin schon froh, wenn ich damit durchkomme. Also Materialismus, das ist so grob wie möglich gesagt die Vorstellung, dass es den Sachen erstmal egal ist, was ich über sie denke und dass es erstmal Sachen geben muss, damit jemand über sie was denken kann. Und dass sogar das, was denkt, so eine Sache ist. Wir nennen sie Hirn. Darüber ist dann viel gestritten worden, aber wenn ich höre, Marx hat Leute angegriffen, die bestritten haben, dass es das Gehirn ist, was denkt, und dass es nicht etwa die Gedanken sind, die sich das Gehirn ausdenken, dann denke ich von mir aus. Wird schon so sein, ich kenne niemanden, die oder der sowas bestreitet. Weiter, wenn ich lese, Engels hat Leute angegriffen, die behauptet haben, alles in der Natur sei gedankenförmig oder gedanklich, und Lenin habe Leute angegriffen, die überhaupt bestritten haben, dass es eine Außenwelt gibt, etwas anderes als Gedanken, dann denke ich, naja, im 17., 18., 19. Jahrhundert wurde ja viel zusammengedacht und in der Zeit davor, als man vor der Vernunft nun zwischendurch mal eine hohe Meinung hatte, noch viel mehr. Aber ich kenne doch niemanden, der nicht weiß, dass die Dinge vorhanden sind und dass sie bestimmte Eigenschaften haben müssen, damit ich was damit machen kann. Richtig? Falsch. Jetzt kenne ich jemanden. Er heißt Rudolf Walter und er hat für die Taz herausgefunden, dass wir bohemhaft Terror rechtfertigen, dass wir Hochstapelei betreiben, dass wir uns aufblasen und überhaupt keine Ahnung haben. Natürlich. Gut, das kann er ja alles rausfinden. Wir haben ja nicht in allen Punkten Distanz zu uns selber und uns selber zu verstehen ist auch nicht unser Beruf. Aber mein Beruf ist es, herauszufinden, was für Eigenschaften bestimmte Moleküle haben und von denen ich naiverweise natürlich annehme, dass es sie gibt. Nicht so der Herr Walter. Er diskutiert, dass wir in unserem Buch sagen, in den Sachen sind Potenziale und auch wenn man aus dem Sein kein Sollen folgern kann, aus dem Sein ein Können folgern, das geht. Und wenn dann ein Wollen dazukommt, bitte sehr. Das ist aber laut Herrn Walter Hochstapelei, denn, Achtung, jetzt kommt es, Zitat Herr Walter, der Schluss vom Sein auf das Sein-Können ist dem Sein fremd und völlig vom Wollen abhängig. Ob aus einem Granitblock eine Gartenmauer wird oder eine Statue, hat mit dem Stein nichts zu tun. Ende des Zitats. Also die Bildhauerin will es einfach. Und wenn der Stein zu dünn ist, will sie ihn halt dicker, wie sehr es ist. Also, dass eine Mauer draus wird, das würde auch gelten, wenn der Stein aus Wasser wäre oder aus Milchreis. So etwas kann er doch nicht ernst meinen, der Herr Walter. Doch, das meint er ernst. Dabei verwechselt er einfach notwendige und hinreichende Bedingungen. Stimmt, ohne menschliche Entscheidung gibt es keine Mauer, keine Statue. Aber erstmal muss der verdammte Klotz dazu geeignet sein und das ist eben eine Eigenschaft in der Möglichkeit und Wirklichkeit einander berühren. Eine Notwendigkeit und das Hinreichende ist dann aber nicht mal der Wille, sondern es muss auch noch das Werkzeug dazukommen und wenn wir beispielsweise die Kunst nehmen, ein bisschen Begabung und Training. Dieses
alles wären noch ganz normaler Materialismus aus Frankreich oder von Ludwig Feuerbach. Genau. Bei Marx kommt dann aber dazu, dieses Wirkliche, was da sein muss, damit das Mögliche erschlossen werden kann, ist etwas Geschichtliches. Wir fangen nie bei Null an. Der Stein hat eine Herkunft und irgendwer hat sogar den Computer hergestellt, den der Herr Walter benutzt, um die Wirklichkeit der Steine und Computer zu leugnen. Also das meint er natürlich nicht so. Aber nur, wenn er es so meint, ist es ein Argument gegen uns. Dass den Leuten, wenn sie sozialistische Bücher verweisen, übrigens Mauern einfallen, Statuen, das hat möglicherweise auch schon wieder historische Gründe. Die Grenze zwischen DDR und BRD und die vielen Statuen im Osten, die SED wollte das halt so und aus purem Willen ist es dann so geworden. Dann wollten es die Leute nicht mehr und weg war's. Wir kommen zum dritten Beispiel. Das ist wieder eins von Dietmar. Die Aufklärung und was sie gegen die Religion hat. Das ist ihm in Amerika passiert und da haben wir jetzt den umgekehrten Fall vom Marx-Beispiel. Da versuchen die Leute, etwas rein logisch durchzudenken, das aber einen historischen und philologischen Charakter hat. Das ist Dietmar letztes Wochenende in Amerika passiert. Da sagte jemand, das 19. Jahrhundert ist schuld. Es hat die Aufklärung als gegen die Religion gerichtet missverstanden und also auch den heilsgeschichtlichen Gedanken missverstanden. Aber das ist sie doch logisch gar nicht. Und in Wirklichkeit ist es so, wenn die Leute, die das behauptet haben, bestimmte Bücher gelesen hätten, kennen würden, dann könnten sie das nicht mehr behaupten. Also umgekehrt wie beim Marxismus-Beispiel, da suchen sie nach Textentsprechungen bei den Strukturalisten und Poststrukturalisten, statt nachzudenken. Und hier jetzt denken Sie nach, statt nach den französischen Texten zu gucken. Ja, zweites Beispiel von mir. Also ich war auf einem Symposium in Missouri über, jetzt hätte ich fast gesagt, Nachkriegsliteratur. Nein, Literatur nach 1989. Und mir wurde hauptsächlich erzählt, wie blamiert die ganze Fortschrittsidee sei, wie erledigt der Sozialismus, wie 1989 gezeigt hätte, das kann man alles nicht mehr denken, nicht mehr machen, nicht mehr wollen. Und da ging es am Rande auch um die Aufklärung. Und ich habe versucht, diese Geschichte zu erzählen, die Barbara vorhin schon anhand der Frage Hax und das Ideal erklärt hat, nämlich, dass man am Anfang bestimmte Ideen braucht, dass man auch Ideen braucht, die man logisch nicht bräuchte, zur Selbstverbesserung, zum Beispiel ein Ideal. Und da fiel mir wieder mal auf, die Fortschrittsleute haben das Ideal der Freiheit zu einem bestimmten Zeitpunkt gesetzt, als etwas, auf das alles hinstreben muss, wie die Christen das der Erlösung. Und die weltliche Fortschrittsgeschichte, immer mehr Wissen, immer mehr Vernunft führt zu immer mehr Freiheit, also bei Condorcet zum Beispiel als einem wichtigen Hegel-Vorläufer geschichtsphilosophischer Art, die ist am Anfang klar an der christlichen Heilsgeschichte entlang gebaut. Nämlich immer mehr historische Erfahrungen mit dem Willen Gottes führen zu gewachsener Einsicht in die Notwendigkeit der Frömmigkeit und dann sind wir bereit für das Heil. Gut, nach dem, was wir vorhin gehört haben, werfen wir sowas der Aufklärung nie vor. Also wenn es mit irgendwas anfängt, was irgendwie komisch ist oder zwielichtig ist oder schwierig ist, sie hatte diesen Gegner. Und wenn der anbietet, es wird immer besser, dann sagt die Linke eben bei uns auch aber ganz anders. Und da sagt dann plötzlich einer in dieser Runde, aber die Aufklärung war doch gar nicht gegen die Religion. Das ist eine Konstruktion des 19. Jahrhunderts im Rückblick. Naja, ich sehe das anders. Das will und werde ich nicht beweisen. Ich werde nur sagen, lesen Sie Olbach, Baron Olbach, lesen Sie Melier, Priesterdruckstheorie, Helvetius. Natürlich gab es die Gemäßigten. Wer will schon gerne Ärger? Natürlich gab es die, wo man heute noch rätselt, waren sie jetzt Atheisten oder nicht. Natürlich gibt es Übergänge. Es gibt in der Geistesgeschichte so wenig wie in der realen Geschichte irgendwann den Zeitpunkt, wo jemand sagt, wegen Umbau geschlossen. Historisch ist es so, die fangen an im Humanismus mit der Bibelkritik. Also warum hat der Heilige Geist eigentlich so ein komisches Griechisch geschrieben? Wo kamen eigentlich die Weiber her, die sich, Kain war es, glaube ich, also die beiden ersten Menschen haben zwei Söhne, der eine schlägt den anderen tot, wird verflucht, weggeschickt und nimmt sich im fremden Land ein Weib. Naja, wo kam das her? Solche Sachen, also damit fängt es an. Nächster Schritt, Reformation, uns gefällt unsere Kirche nicht, also ins Leben, ins Praktische, ins Gesellschaftliche gezogen. Das hat dann viele zwischenstaatliche Gründe, andere Gründe. Nächster Schritt, Aufklärung, nächster Schritt, Atheismus, nächster Schritt, Christopher Hitchens, was weiß ich. Das kann man breit zeigen. Und dann fallen natürlich, wenn man das breit zeigt, Einzelheiten raus, nach der einen oder anderen radikalen Seite, wie immer. Aber wie kommen diese Leute darauf, das sei nur das 19. Jahrhundert gewesen?
Also diese Kämpfe, die ja immerhin, da sind ja Leute verbrannt worden und da sind Bücher verboten worden und all diese, das hat es alles nicht gegeben, das ist alles eine Konstruktion des 19. Jahrhunderts. Wie kommen die drauf? Einen ganz ähnlichen Punkt setzen Leute wie Lukács, wenn sie sich die Geistesgeschichte der letzten 200 Jahre angucken. Sie sagen nämlich, im 19. Jahrhundert, da war das Bürgertum noch stolz auf Vernunft und mit dem Imperialismus beginnt die Verblödung. Ich fasse das jetzt sehr grob zusammen. Was gemeint ist, ist, dass die ganzen emanzipatorischen Anteile im bürgerlichen Denken so lange wichtig sind, wie es gegen starken Feudalismus geht, wie dieses neue Ding noch durchgesetzt werden muss, und dass man das wegschmeißt, weil ist ja egal, welches Herrschaftsmittel, kann auch gerne wieder die Religion sein. Und ich nehme mal noch ein anderes Beispiel als die Religion. Entschuldigung, es wird eine kleine Sekunde länger noch. Die Pressefreiheit, auch so ein bürgerliches Ideal. Naja, das Ökonomische ist, wenn alle sagen dürfen, was sie wollen, und der eine hat den Springer-Konzern und der andere kann sich an die Straßenecke stellen und rumschreien. Pressefreiheit, naja. Faktisch ist es so, wenn man die Begründer dieser Sachen liest, wenn man Helvetius liest, wenn man Thomas Paine liest, den amerikanischen Revolutionär, der leider immer nur dazu da war, Pamphlete zu schreiben gegen die Engländer und dann sozusagen die Massen mobilisiert hat, weil er dieses Emanzipationsversprechen, wir haben jetzt einen eigenen Staat, verbinden konnte mit und da können wir dann auch gerechtere Sozialordnungen durchsetzen. Dann haben die sich mobilisieren lassen, haben die Engländer verjagt und dann war es wieder kein Thema mehr. Wo Paine begraben liegt, weiß niemand. Das sind ganz fantastische Schriften, das sind ganz großartige Texte und er hat sich auch über Pressefreiheit Gedanken gemacht und hat sowas gesagt wie, ist doch ganz einfach, keine Vorzensur. Das heißt überhaupt nicht, dass Springer jede Schweinerei schreiben darf und dafür nicht bestraft wird. Was das heißt ist, es gibt keine Vorzensur, fertig. So. Aber reden Sie mal mit irgendwelchen Medienleuten, ob das irgendwer noch weiß, wie das eigentlich gedacht war. Das sind alles bürgerliche Errungenschaften, die das Bürgertum einfach hat aus der Hand rutschen lassen, die einfach nicht mehr interessieren. Und da wäre es halt schön, es gäbe irgendeine soziale Bewegung oder Formation oder sonst irgendetwas, das diese in den Dreck gefallenen Sachen aufhebt und naja. Gut. Okay, das letzte Beispiel. Da wird einfach etwas behauptet, was nicht stimmt, weil jemand eine Weltanschauung hat, die nicht zulässt, dass das nicht stimmt. Es gibt diese berühmte Geschichte vom Asteroiden und dem Bauern im Mittelalter. Da fällt einem Bauern etwas aus dem Weltraum auf sein Feld. Er packt es auf den Schubkarren und fährt es zur päpstlichen Universität. Sie nehmen es mit in die Bibliothek, diese Gelehrten. Sie schauen es an und sie haben sich gemerkt, es ist vom Himmel gefallen. Sie schauen in der Bibel nach, da steht es nicht. Sie schauen bei Aristoteles nach. Denn der war erlaubt, trotz Heidentum, weil der Thomas von Aquin ihn gerne zitiert hat. Aber da steht es auch nicht. Sie schauen überall nach, auch bei Thomas von Aquin. Am Ende rufen sie den Bauern herein. Also pass auf, es steht nirgends. Das, was du da angeschleppt hast, mein Lieber, das gibt es nicht. Das sind alte Geschichten, meint man. Nein, sind es nicht. Es gibt einen Liberalen, der wendet sich in einer natürlich vernichtenden Besprechung des Buches direkt an Dietmar in der Zeit. Da heißt es, und bei einem Technikfetischisten wie Dart erstaunt es, wie es sich offenbar umstürzende technische Revolutionen auch in einer künftigen, nach Plan agierenden kommunistischen Ökonomie vorstellen kann, oder große Innovationen wie Computer oder Internet in ihrer enormen Weltdurchdringungskraft offensichtlich kausal mit dem ermöglichten Kapitalismus zu tun haben. Also der Bauer heißt Dietmar Dart und der packt auf seine Schubkarre ein Internet, das vom amerikanischen Militär erfunden wurde, ein Ergebnis staatlicher Planung also, bezahlt vom Steuergeld, und dann packt er auf seine Schubkarre auch noch ein World Wide Web. Das ist ein Ausbau des Internet, den Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler ohne jeden Profitzwang in aller Ruhe, in Frieden, im Bereich der selbst im Kapitalismus geschützten staatlichen und zwischenstaatlichen Grundlagenforschung entwickelt haben. Und dann packt er auf seine Schubkarre die japanischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die alle sagen, wenn man diese beschissenen Atomkraftwerke nicht von einer am Profit orientierten Firma hätte betreiben lassen, sondern Energie und Information grundsätzlich, weil beide das gesamte Gemeinwesen betreffen, in staatlicher Hand belassen hätte,
dann hätte man sehr viel schneller rausgefunden, was da los war, wie groß der Schaden war. Und dann packt der Bauer auf seine Schubkarre auch noch die gesamte Raumfahrt des 20. Jahrhunderts, deren interdisziplinärer Forschung, die ein kapitalistisches Unternehmen in diesem Umfang nie hätte finanzieren können, wir nicht nur die berühmte Teflonpfanne verdanken, sondern digitale bildgebende Verfahren, einpflanzbare Schrittmacher, Kollisionsvermeidungssoftware für Flugzeuge, Augenlaser, GPS, Satellitensysteme und schüttet das ganze Zeug von der Kammer, von der Zeit auf den Tisch. Und der schaut nach im Betriebswirtschaftslehrbuch und im Managermagazin und im Handelsblatt und im Wirtschaftsteil der FAZ und sagt dann, es gibt kein Internet, es gibt kein World Wide Web, es gibt keine japanischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, es gibt keine Teflonpfanne, es gibt keine digitalen bildgebenden Verfahren, keine einpflanzbaren Schrittmacher, keine kollisionsvermeidende Software für Flugzeuge, keine Augenlaser, kein GPS. Der Bauer sagt, aber was ist mit der Atombombe? Hat wenigstens die eine Firma erfunden? Natürlich, sagt Herr Kammann. Die stammt von Coca-Cola und jedenfalls ganz bestimmt nicht von einem Projekt der Vereinigten Staaten von Amerika, denn das ist ein Staat. Das waren vier Beispiele. Sie sollen zeigen, die Parteinahme für dieses System, in dem wir leben, führt zu Gedanken, an denen man zeigen kann, was fehlt oder wo es sich widerspricht oder weshalb es sonst nicht hinhaut. Das Gemeinsame ist, sie können sich bestimmte Dinge nicht vorstellen, die wir behaupten. Diese Dinge dürfen nicht sein, sie werden doch sonst auch nicht gesagt. Warum müssen wir sie denn jetzt sagen? Weil uns das Argument, das ist alles schon richtig so, eben nicht einleuchtet. Es ist nämlich kein Argument, es ist eine Drohung. Und wenn das Häufigste, was gegen uns eingewandt ist Größenwahn, Anmaßung, sie haben sich übernommen, sie sind gescheitert und so weiter, dann mag das alles stimmen. Aber es könnte auch damit zu tun haben, dass der Vorwurf der Anmaßung zu allen Zeiten von der Macht und denen, die ihr dienen wollen, gegen diejenigen erhoben wird, die das nicht wollen. Wir haben vielleicht 1000 Mal daneben gehauen in dem Buch. Wir haben vielleicht ganz selten oder überhaupt nie den Nagel auf den Kopf getroffen. Aber wir haben nicht gegessen, was auf den Tisch kommt. Und vielleicht werden diejenigen, denen das, was derzeit auf den Tisch kommt, nicht gefällt, bei uns was finden. Das hoffen wir und das dürfen wir hoffen. Dankeschön. Vielen Dank. Ich habe übrigens noch einen Beleg gefunden in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Nature, des bolschewistischen Kampfblatts Nature, vom bolschewistischen Unternehmen Elsevier Publishing, fordern mehrere bolschewistische Naturwissenschaftler und Computerprogrammierer, die alle aus Amerika kommen, dass die gegenwärtige Patentgeschichte und dass die gegenwärtige Art, Source Codes proprietär zu behandeln und wie die Unternehmen Wissenschaft treiben, die Wissenschaft ruinieren wird und dass man das ändern muss. Rotes Pack. Genau. Ja, schönen Dank. So, jetzt kann jeder, der möchte, hier das Wort ergreifen. Das ist so vorgesehen. Ich möchte natürlich dann auch noch so ein paar Fragen stellen. Das beschäftigt mich alles schon sehr. Sie haben gemerkt, es handelt sich so um eine Art Enzyklopädie dieses Grundgedankens. Wie macht man Fortschritt? Und allein die Tatsache offensichtlich, so einen Gedanken zu haben, der führt also zu dem Effekt, ja, des Bauern mit der Schubkarre, also mir fiel der Galilei und seine Jupitermonde, eben ein, nicht, also wer Fortschritt denkt, macht einen kolossalen Rückschritt, nicht, ist die Titelzeile der Zeit und ich denke schon, also der Zeitrezension und ich denke schon, das ist sehr, sehr symptomatisch. Wer so ein Thema anfasst, ja, der ist schon furchtbar. Sorry. Schon fast wieder hinter der Mauer. Mindestens. So, Sie hatten sich gemeldet. Bitte. Und dann Sie. Ich hätte so manche spaßige auch zu sagen, das spare ich mir jetzt. Dann später. Das heißt,
weil ich, was Sie gesagt haben, so am Rand fand, hätte ich es auf Lager. Aber ich würde als erstes sagen, ich weiß nicht, ob die wenigen Rezensionen, die ich gelesen habe, gut waren oder nicht. Aber sie beschrieben das, was mich hier neugierig gemacht hat. Und davon haben Sie vielleicht implizit, aber auch bisher noch nicht gesprochen, nämlich was nach der Themenstellung im Titel Implex für Sie ist. Wenn die wenigen Rezensionsbemerkungen, die mir ahnungsweise gut zu sein schienen, das einigermaßen richtig zu beschrieben haben, schien mir das nicht allzu weit von dem zu liegen, was Lenin, wenn er Ratschläge zur praktischen Politik geben wollte, im Rahmen seines Verständnisses von, sagen wir mal, kausaler Determiniertheit alles geschichtlichen Geschehens zusammengebracht mit seiner handlungstheoretischen Praxisvorstellung gesagt hat, es kommt immer darauf an, jetzt in Lagen der Verlegenheit den Zugriff aufs nächste Kettenglied zu finden. Ist es das? Ist das wirklich den benachbart oder nicht? Ja, schönen Dank. Das ist, glaube ich, sehr schöne Frage. Wollen wir erst sammeln? Oder ja, gleich? Nicht? Gleich, würde ich sagen, weil es ja wirklich auch komplexe Sachen sind. Ja. Du kannst Implex allgemein und ich mache den Lenin. Ich würde nochmal zu Implex allgemein was sagen. Also nicht nur einfach, dass aus einem A, einer Sache A, eine Sache B oder mehrere Sachen B, C, D folgt, sondern die müssen auch sehr wahrscheinlich sein, und zwar so wahrscheinlich, und das ist, glaube ich, das Stichwort, was hier wichtig ist, dass es menschliches Handeln vermöglichen kann. Also so, das ist für uns die Implex-Definition, und das war der Begriff, den wir in den verschiedenen Kapiteln durchspielen wollten. Ja, also die Frage war in der Tat, ich fühlte mich auch neulich beim Lesen, es gibt Briefe über Taktik von Lenin, und da gibt es eine Stelle, wo er sagt, wir gehen davon aus, dass die Revolution kommt. Wir gehen nie davon aus, dass sie aus dieser revolutionären Situation, die jetzt gerade vorliegt, kommt, sondern die Aufgabe, was sie nächstes Kettenglied nennen. Und der Punkt mit diesem nächsten Kettenglied ist ja der, wenn man im Rückblick sagt, Prognosen sind gescheitert, da wird sich ja viel drauf eingebildet. Also wenn man sagt, Marx und Engels haben die Revolution relativ bald erwartet, sie kam dann nicht, damit ist es widerlegt. Wir wollten am Anfang nur ein Kriterium haben, dass es erlaubt, die Differenz zu benennen zwischen einer Vorhersage wie die Marsmenschen kommen und verwandeln uns in Gemüse und einer Vorhersage wie die KP wird es irgendwie nochmal schaffen, die Gewerkschaften zu motivieren, einen Generalstreik zu machen und Hitler wird abgewendet. Also zwischen Vorhersagen, die zwar nicht eintreten, die aber machbar gewesen wären und Vorhersagen, die nicht eintreten, weil sie verrückt sind oder weil sie sehr, sehr unwahrscheinlich sind. Und der interessante Bereich für uns ist immer der, es ist gerade wahrscheinlich genug, dass es gemacht werden kann. Und das ist im Grunde nur der Versuch, eine probabilistische, eine nicht mehr rein deterministische Bestimmung dessen zu finden, was revolutionäre Situation heißt. Revolutionäre Situation heißt einfach, jetzt ist es in Griffweite, jetzt ist es nicht mehr Utopie. Und wichtig war uns das deswegen, weil der Vorwurf immer kommt, wenn man im Geringsten mit Marx sympathisiert, ihr seid Deterministen. Also der Vorwurf kommt immer, ihr geht davon aus, es muss sowieso geschehen und pipapo. Und ich glaube, dass man da erstens mal ein entstellendes Missverständnis propagiert, dass man zweitens aber eins übersieht, dass Marx und Engels ein historisches Vertrauen in eine bestimmte Art von Vernünftigkeit des geschichtlichen Handelns der Leute hatten, dass man ja nicht widerlegen kann. Ein Vertrauen kann man nicht widerlegen. Was man machen kann, ist sagen kann, es ist furchtbar gewesen danach, weil bestimmte Leute es gemacht haben. Aber in dem Moment, wo ich eine Vorhersage mache, es wäre doch das Vernünftigste, wir würden den verbleibenden Wasservorrat 50-50 teilen, dann können wir beide maximal überleben. Kann natürlich auch ein Irrer mir gegenüber sitzen und sagen, so, ich habe alles ausgetrunken. Also mir scheint aber, ich habe bewusst auf Lenin zurückgegriffen, weil der ja auch in ihrem Horizont die praktischen Dinge nicht reflektiert.
in seinem Ratschlag in diesem Zusammenhang ist mehr enthalten als in jetzt auch. Da nämlich der Gedanke, dass beim Zugriff auf das nächste Kettenglied in der Kausalreihe der Rahmenbedingungen, wenn ich es mal in dem Handeln stattfindet, mit dem Eingriff ins Handeln, mit dem handelnden Eingriff in die Mitwelt, so verfahren werden soll, dass möglichst im Hinblick auf Zielvorstellungen möglichst viel geöffnet und nicht etwa verschlossen. So, das ist, was drinnen steckt in diesem Anschlag. Genau, also wir haben im Buch, weil wir tatsächlich einfach versuchen, die Dinge nochmal neu zu erzählen, die wir für richtig halten und sozusagen einfach versucht haben, nicht philologisch, bibelauslegerisch zu arbeiten. Ein anderes Bild dafür, das heißt das Jonba-Scharnier, das ist aber genau das, was Sie im Grunde meinen. Also ich brauche es jetzt auch nicht erklären, man kann es im Buch nachlesen. Aber Scharnier in diesem Sinne, also die Tür öffnen an der Stelle, wo das geht. So, jetzt hatten Sie sich als Nächster gemeldet. Ja, also ich habe da ein kleines Problem, weil das hat mich so angehört, dass man alles verstaatlichen soll. Das halte ich für einen Fehler. Ja, ja, es kommt so rüber, also gerade von der Frau Kirchner, die ist, das halte ich für einen Fehler, wenn man Kommunist sein will, weil dann muss man den Staat abschaffen wollen. Das ist auch mit einer ganz klaren Pacht- und Kampfansage an den Staat überbringen. Nicht sagen, es ist ja immer schön, wenn man da Grundlagenforschung zwecks Fortschrittssteigerung und Optimierung da um den Staat jähnig übergeht. Sollte man niemals von Gemeinschaften oder von globalen Gesellschaften sprechen. Das ist etwas komplett anderes als Wissenschaft in die Hände des kapitalistischen Staates. Darum sollte man Das Schlüsselwort ist das Adjektiv kapitalistischer Staat. Es gibt keinen neutralen Staat. Es gibt keinen Staat, der einfach der Staat ist. Der Staat ist immer in irgendeiner Form Klassen, völlig klar. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, kannst du mir sagen, ich habe jetzt einfach nur Lust zu diskutieren, Entschuldigung, und du hast dich verausgabt. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, also wenn ich die Stelle richtig verstanden habe, ich müsste sie nachgucken, war es nicht, das ist die Lösung, sondern Kammann sagt, dieser Mensch in der Zeit, sagt, alle wissenschaftlichen Errungenschaften der letzten Zeit sind Marktprodukt. Genau. Selbst im Kapitalismus geht das nicht. Es ist sogar, ich würde sogar noch weitergehen, ich hatte gerade das Vergnügen, über Newt Gingrich zu arbeiten, diese Pfeife, die jetzt nicht Kandidat wurde von den Republikanern, sondern es wird jetzt eine andere Pfeife. Und Newt Gingrich ist jemand, der seit, weiß der Teufel wann, sagt, man soll die Wirtschaft sich selbst überlassen, laissez-faire und so weiter. Und Wohlfahrt ist ganz falsch, Stütze ist ganz falsch und so weiter. Man kann ja mit dem kommunistischen Ziel, das Sie avisieren, durchaus dafür sein, dass nicht diese elenden Hartz-IV-Sätze, also allein um die Kampffähigkeit von Leuten herzustellen, sollte man so viel von dem Mehrwert zurückfordern, wie man kann. Aber natürlich ist das nicht das Ziel. Aber der Witz ist, jemand wie Gingrich sagt also, kein staatliches Geld in diese ganze... So, wo kommt der her? Der hat Wahlkreise da präsentiert, der ist fett geworden, also sowohl physisch wie metaphorisch, über jahrzehntelange Arbeit für Wahlkreise, die zur Rüstungsindustrie gehören. Ja? Und zu einem Industriezweig gehören, der komplett staatlich subsidiiert ist, weswegen Noam Chomsky ihn mit Recht the biggest welfare freak in the country genannt hat. Also was gönnt er armen Müttern irgendwie das bisschen nicht, wenn seine ganze Existenz nichts anderes ist, als Steuergroschen abzupressen und so weiter. Also an der Stelle, und das ist übrigens ein Schlüssel fürs Buch insgesamt, weil vorhin auch gesagt wurde, die positiven Vorstellungen sind sozusagen vermisst worden oder wenn Rezensenten uns immer dafür verhöhnen, dass nicht drinsteht, morgen um 16 Uhr machen wir das und das und dann ist Revolution. Fakt ist, dass vielleicht der ganze Aufwand des Buches tatsächlich insofern ein ideologiekritischer ist. Und jetzt kann ich über mein Lieblingsthema reden, dieses Ding mit dem Roman. Warum wir sagen Roman in Begriffen, das hat mir nämlich schon bei der Einleitung, habe ich mir das gebookmarkt. Es geht ganz wesentlich um eine Haltung, die diesen idiotischen Behauptungen die ganze Zeit aufgestellt werden und die nicht wirklich als Argumente und Behauptungen aufgestellt werden, sondern wo immer der Orgelunterton ist, Schluss, nicht denken. Ja, steht im Buch, hat die Wissenschaft festgestellt, Sozialismus geht nicht, Schnauze halten, außerdem habt ihr verloren. So. Das sind 800 Seiten Ideologiekritik in dem Sinne, als gesagt wird, wenn man sich nur mal ein paar von diesen Dingern anguckt, wenn man sich nur mal das Argument anguckt, die und die Art von Demokratie gehen nicht, und das wird als logisches Argument verkauft und es ist bestenfalls ein historisches, wenn man nämlich sieht, Produktivkraftentwicklung, so, ja, frei werdende Kapazitäten und so weiter.
Also warum nenne ich es einen Roman? Treue Haxianer haben, Barbara hat übrigens, wir haben häufig so gearbeitet, sie hat eine Liste geschrieben von, was es alles nicht ist. Es ist kein philosophischer Traktat, bla bla bla. Und dann durfte ich sagen, was ist denn da? So, weil Berufsbenenner. Und auf Roman bin ich gekommen, weil Hax an irgendeiner Stelle eine sehr gute Definition der Künste liefert. Er sagt nämlich, sie kommuniziert nicht Kenntnisse über die Welt, sondern Haltungen zur Welt. Und der Witz dabei ist aber, dass man natürlich keine Haltung vermitteln kann, ohne auch ein paar Kenntnisse zu vermitteln. Ja. Also wenn er sagt, der Sinn des Gemäldes der Alexanderschlacht ist nicht Geschichtsstunde, sondern irgendeine Vorstellung von Heroismus, die und so weiter, dann geht es ihm darum zu sagen, die Kunst teilt manchmal Kenntnisse einfach nur deshalb mit, weil man nur mit diesen Kenntnissen die Konstellation bilden kann, hätte Hans Holz gesagt, die Relation abbilden kann, wir verhalten uns dazu so. Und ein Roman ist also etwas, das, und das ist ein klassisch bürgerliches Romanbild, bei Dickens, David Copperfield oder bei Balzac, und eben auch im Sinne, in dem Barbara gesagt hat, das ist dann fortschrittsfähig, eben auch bei ihrem Traut Morgner und eben nicht nur sozusagen dieser Knabe, der dann was lernt, sondern es kann eben auch eine Frau sein, ist die Vorstellung, die richtige Haltung produziert irgendeine Form von Triumph des Helden oder der Heldin. Und die Haltung in dem Buch ist ganz einfach die, man kann die Sachen verstehen, man darf sich nicht fertig machen lassen von diesem, das beliebteste Ideologie im Moment ist, es ist alles so kompliziert. Also das heißt, wenn ich in der FAZ eine Diskussion führe... Unübersichtlich. Ja, unübersichtlich. Wenn ich eine Diskussion führe über die Scheiße, die gerade passiert, die nämlich einfach bedeutet, Deutschland schreibt Griechenland jetzt vor, wann die in Rente gehen können und wenn das nicht gemacht wird, dann kracht's. Wahnsinnig kompliziert. Es ist aber alles ganz kompliziert, weil da gibt es doch die Black-Scholes-Gleichung, mit der die Finanzmärkte operiert haben und wer die 25. Ableitung davon nicht versteht, darf gar nicht mitreden, bla bla bla. Und an der Stelle einfach mal zu sagen, Kinder, das ist nicht neu. Denn schon das Mittelalter hat gesagt, die Wege des Herrn sind unerforschlich. Warum willst du, kleiner Wurm, verstehen, warum es Adlige und Abhängige gibt? Kann man alles nicht verstehen. Antwort: Zwei Menschen. Einer hat eine wahnsinnig komplizierte Lebensgeschichte, einer hat eine ganz einfache Lebensgeschichte. Aus ganz verschiedenen Gründen saufen sie beide, bis die Leber kaputt ist. So, wenn jetzt der Arzt sagt, du musst aufhören zu saufen, und dann kriegen wir raus, woran es liegt und alles das, aber du musst aufhören zu saufen, dann würde ich ihm nicht antworten, ja, aber das ist kompliziert. Und ob der Taj Mahal brennt oder eine Hütte, Feuer ist Feuer. Darf ich vielleicht noch was anderes richtigstellen, was ich auch so gesagt habe und was ich lieber verbessern würde? Und zwar in der Konkret bin ich zitiert mit dem Satz, mit weniger Rassismus und weniger Sexismus kann ja jeder Hedgefondsmanager leben. Das könnte man auch falsch verstehen, dass ich nämlich sage, es gibt keinen Sexismus oder es gibt keinen Rassismus. Das ist natürlich nicht das, was ich sagen will, sondern worum es mir da ging, war, dass viele Leute tun so oder räumen etwas Platz der Gleichberechtigung ein, solange es den Profit nicht stört. Also wenn der Profit weiter läuft, so wie er läuft, dann kann so jemand sehr, sehr offen sein für Geschlechterfragen und ist auch Antirassist. Aber in dem Moment, wo es dann nicht mehr, wo man dann die Frauen nicht mehr... In dem Moment, wo Teile und Herrsche kommt. Ja. Dann geht es dann ganz schnell wieder in diese Richtung. Also da, danke, dass Sie das gefragt haben, so konnte ich das auch klarstellen. Das ist das Problem, dass Barbara nicht gewohnt ist, dass wenn man sagt, es ist weiß, dass man dann nochmal sagen muss, es ist also nicht schwarz. Oder also das Problem tatsächlich, nein, das meine ich auch nicht nur spöttisch, sondern tatsächlich, ihr diskutiert vor einem anderen, in der Naturwissenschaft vor einem anderen Rahmen. Also da ist es einfach so, da steht dann jemand auf, zeigt die Tabelle und sagt, wir haben andere Messwerte. Mhm. Während bei diesen Debatten halt Gewaltfolgen eine Rolle spielen, Versuche, vor allen Dingen Teile und Herrsche gibt es halt so auch nicht in naturwissenschaftlichen Debatten. Also sozusagen der Versuch, die Gearschten dieses Systems einfach gegeneinander auszuspielen, der für 90% der angeblichen Schwierigkeiten dieser Diskussionen verantwortlich ist, den gibt es so nicht. Und das heißt, man sagt halt ständig irgendwelche Sachen, wo man auf irgendwas Konkretes antwortet und vergisst, dass es wieder 13 andere Möglichkeiten gibt zu... Ich habe aber eine Kritik, weil hinten auf dem Cover steht drauf, Streben nach Freiheit und Gerechtigkeit. Ich halte es einfach für einen Fehler, Ideale der bürgerlichen Gesellschaft als überhistorische Ideale zu nehmen. Mhm. Ich würde behaupten, es gibt sowieso schon Gerechtigkeit in der bürgerlichen Gesellschaft, durch den Markt hergestellt. Mhm. Und es ist dann einfach gerecht, das halte ich für einen Kommunisten einfach für ein falsches Argument zu sagen, es ist
ist hier alles ungerecht. Wir wollen soziale Gerechtigkeit. Mhm. Ich will es nicht haben. Kein gerechter Lohn für gerechtes Tagwerk, um Marx zu zitieren, sondern wieder mit dem verdammten Lohnsystem. Privateigentum abschaffen, Lohnarbeit und Profitproduktion. Aber das muss man den Leuten sagen und nicht sagen, wir brauchen Gerechtigkeit oder Freiheit. Das klingt alles so schön, das unterschreibt ja sofort jeder. Und das halte ich für Fehler. Da muss ich lieber sagen, ich bin gegen Freiheit, gegen diese Freiheit, die wir haben, gegen Gerechtigkeit. Ich will Kommunismus haben, das ist auch ganz einfach. Es geht mit einem Satz. Viel Glück. Also die kurze Antwort ist einfach viel Glück. Also mit diesem Argument, weil ich glaube sozusagen, nein, ernst, also das war flapsig, aber ernsthaft. Warum hat Hegel die Kategorie der Aufhebung? Und warum sagt Lenin, wir machen jetzt nicht Proletkult, sondern das ganze Erbe der bürgerlichen Gesellschaft, der bürgerlichen Kunst und so weiter ist uns wertvoll? Auch und weil es eine Lüge ist, denn man kann es ja auch wahr machen. Das heißt, die Vorstellung Gerechtigkeit im Sinne von gerechter Lohn für eine gerechte Arbeit setzt ja schon die Lohnarbeit voraus, wenn man Gerechtigkeit so definiert. Man kann aber Gerechtigkeit auch so definieren, niemand muss im Dreck verkommen, nur weil es irgendjemand anderem nicht passt. So, und der Kampf um solche Begriffe, was das eigentlich heißt, ist ein gesellschaftlicher Kampf und keine Ideenfrage. Richtig. Das heißt, wenn sich die gesellschaftliche Größe durchsetzt, die sagt, wir definieren Gerechtigkeit so und so, und nicht in diesem bürgerlichen Rahmen und nicht in diesem lohnabhängigkeitsabhängigen Rahmen, dann ist mir wohler, als wenn sie das nicht tut. Aber sozusagen einen Begriff aufzugeben, weil Dreck dran klebt, halte ich für ganz gefährlich. Weil so wie die Gegenseite operiert, wird immer Dreck dran kleben. Das heißt, niemand aus dem bürgerlichen Lager hätte jemals gesagt, wir geben das Parlament auf, weil die Franzosen während der Revolution ihre Gegner in der Seine ertränkt haben. Aber wenn man irgendeinem Kommunisten wirkliche Schweinereien erzählt, die passiert sind in den sozialistischen Staaten, dann gibt es immer dieses, stimmt, okay, dann ist der ganze Marx falsch, tut mir wahnsinnig leid, Asche auf mein Haupt. Ja? Ich kann da nur sagen, diese Angstmacherei gilt einfach nicht mehr. Ja? Weil tatsächlich, also ich, ist vollkommen okay, wir können uns auch gerne sozusagen an der Stelle streiten, nur keine neuen Begriffe, bevor die alten nicht verwirklicht sind oder so. Ja, also Kampf machen und ja, und darin natürlich spielen Begriffe eine Rolle. Sie hatten sich gemeldet. Ja, ich gehöre eigentlich sonst nicht so zu den Schüchternen. Ich muss sagen, ich war aber so beeindruckt und habe das Gefühl, vor sozusagen im Angesicht Ihrer Beiträge weiß ich nichts und Ich habe eigentlich nur zwei ganz kleine, dumme Fragen. Einmal hatten Sie gesagt, ganz am Anfang, dass Ehe sozusagen nicht heteronormativ sein muss, sondern es kann auch gleichgeschlechtlich sein. Und da habe ich, und zwischen zwei Personen, und da habe ich mich als erstes gefragt, kann das nicht auch zwischen drei oder vier Personen sein? Ja, natürlich. Okay. Natürlich auch. Und dann, das ist jetzt wieder dieses Wissenschaftsding, dass man das... Er würde jetzt sagen, als Kommunist lehne ich diesen Begriff grundsätzlich ab. Und fordere, was Engels die Weibergemeinschaft nennt. Whatever. Nein, Engels sagt einen sehr schönen Satz tatsächlich in diesem Zusammenhang, nämlich, was diese Leute dann für Verhältnisse einrichten werden, wenn es nicht mehr darum geht, zu alimentieren, wenn es nicht mehr darum geht, dass die Frau deswegen zu Hause sitzt, weil sie die Arbeitskraft des Mannes wiederherstellt, wenn er nach Hause kommt, indem sie da noch unentgeltlich Sklavendienste leistet und so weiter. Wenn das alles gebrochen ist, ja, dann werden sie sich einen Teufel drum scheren, was wir jetzt für Rezepte uns ausdenken, wie die leben sollen. Und da bin ich abermals auf der Seite von Engels. Aber vielen Dank für die Frage. Aber Herr Schmecke sagt Engels zum Ärger. Sympathisch gesinnt doch. Ich hatte noch eine zweite Frage. Ja, die kommt. Sehr puritanisch gesinnt vom Kommunismus. Zu was Spaßigem in seiner Schrift über den Ursprung der Familie nicht. Im deutschen Roman bekommt. Bekommt sie ihn, nämlich den Ehemann, im Französischen er sie, die Hörner.
Whatever. Zweite Frage. Und meine zweite Frage war, Sie hatten vorhin eine Marx-Worte gesagt, wie er Sachzwänge definiert, und das wollte ich nochmal fragen, weil ich werde es niemals wiederfinden, wenn ich in den Originalquellen suche, und okay, das fand ich so schön, und das würde ich einfach okay nochmal hören. Also Sachzwänge war meine Paraphrase, das Wort ist so ein Scheißwort, wie es ist alles kompliziert. Genau. Also es ist so ein Drohwort, was man heute hat. Genau. Aber was er sagt, ist automatisches Subjekt. Und automatisches Subjekt, das ist erstaunlicherweise sogar bei Wikipedia völlig richtig. Da steht auch die Quelle. Und zwar, was er sagt, ist, also zwei Zitate, die ich gebracht habe, der lebende Mensch verdummt zur materiellen Kraft. Woanders heißt es auch Anhängsel der Maschine. Mhm. Und während tote Sachen sozusagen mit Leben ausgestattet werden, damit ist gemeint, dass sozusagen selbst die Leute, die den ganzen Tag nach dem Profit jagen, tatsächlich zu abhängigen Variablen davon werden. Also ich habe ein paar Leute jetzt über die kleine Zeitung, wo ich arbeite, kennengelernt, die sozusagen Funktionäre irgendeiner Form von Kapitalismus sind, und die haben alle mindestens ein Magengeschwür. Also es ist nicht so, dass die glücklich sind und sagen, wir haben die Arbeiter ausgebeutet und genießen jetzt unseren faulen Lenz, sondern die machen sich wirklich kaputt für diesen Scheißdreck. Und das deswegen, weil irgendwas sie peitscht. Und dieses Irgendwas, das also in seiner Verwandlung Geld, Ware, mehr Geld über das Ansaugen von Arbeitskraft, da so waltet, nennt Marx ein automatisches Subjekt. Und das habe ich übersetzt mit Sachzwang. Das heißt, es wird getan, als gäbe es da irgend so einen scheiß Gott, der uns alle zwingt. Und dieser Gott ist nichts anderes als die Profit-Marge. Also, so. Aber nochmal, automatisches Subjekt, Wikipedia. Vollkommen richtig, steht die Quelle, alles. Dankeschön. Meiner, there's no alternative. Ja, genau. Ich weiß, er kommt aus Frankreich, aber wäre in dem Zusammenhang Begriffsarbeit nicht der Latour irgendwie ein paar Argumente ein bisschen auseinandersetzen wert gewesen? Absolut. Also im Buch ist es auch so, wir grüßen eigentlich alle. Also so wie man das im Fernsehen macht, ich grüße meine Mutter und meinen Wahlkreis und so. Natürlich haben wir trotzdem ein paar vergessen. Zum Beispiel Leute, vor denen wir besonders große Ehrfurcht haben. Also in dem ganzen Buch präsent ist der Hans-Heinz Holz. Ich möchte gerade mal das Stichwort... Ich habe Index extra nachgesehen. Er ist nicht im Namensregister. Gar nicht? Nein! So, das ist die Schande des Jahrtausends. Und, weil es drängt sich allerdings auf. War eigentlich irgendjemand auf dieser Holzveranstaltung letztes Wochenende? Ja. Ich war in diesem scheiß Amerika stattdessen. Das hätte ich mir echt schenken können, weil ich habe nur lauter Unsinn über Christa Wolf hören müssen, zwei Tage lang. Die marxistischen Blätter haben sich bereit erklärt, was zu veröffentlichen. Fantastisch. Aber jedenfalls deine Frage jetzt doch, Bruno Latour. Es gibt früher hätte man gesagt, jede Menge bürgerliche Köpfe, die natürlich irgendwelche Dinge liefern, die man sozusagen nicht zu borniert sein sollte, zu bedenken und zu diskutieren. Das Problem ist, dass es sehr oft so ist, ich sag's mal vorsichtig, wie wird jemand Professorin? Und dann kann ja durchaus wieder was Intelligentes gesagt werden. Also das heißt, es gibt ja gewisse Filtersysteme einfach. Ja? Und es gibt Zufälle. Und man sollte auch nicht so eine ganz, also jetzt rede ich auch mal ein bisschen pro domo. Man kann ja schon so argumentieren, wie ein sehr kluger Mann das mal gemacht hat, das kann alles gar nicht links und marxistisch sein, sonst wäre Daad nicht bei der FAZ. Damit ist natürlich auf einer gewissen Ebene von Basisüberbau alles fertig. Genau. Ich werde mich jetzt nicht damit rausreden, für was so die Klassiker alles so geschrieben haben. Die haben auch Geld verdient. Aber in der Tat ist es, glaube ich, so, dass auch da wieder eine große Rolle spielt, wo ist man historisch. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass zu einem Zeitpunkt, als die Leute, die die größten Anzeigen in der FAZ schalten, echte Panik hatten, ob dieser Ostblock nicht doch gewinnt und was eigentlich auf der Straße passiert und was es sonst so alles gibt. Einige der Sätze, die ich da schon geschrieben habe, hätte ich nicht schreiben können und hätte ich zumindest da nicht veröffentlicht gekriegt. Jetzt ist es so, ich bin ja nicht für irgendwelche gesellschaftspolitischen Sachen da reingeraten in diese Redaktion, sondern es gab die Vorstellung, da ich mich mit sogenannten Schnittstellen zwischen naturwissenschaftlich-technischen und gesellschaftlichen Themen beschäftigt habe und man diese Zeitung neu aufgebaut hat und ich irgendwie den Bodo Strauß mal in irgendeiner Zeitung abgewatscht habe und dieser Artikel für interessant befunden wurde bei der FAZ, den laden wir mal ein. Vielleicht kann der ja im Wissenschaftsteil der neu zu gründenden Sonntagszeitung
Ne? Das war es nämlich, das vergisst man gerne. Ja, ja. Ich bin also dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind und war dann 2 Monate zu früh da. Und jetzt, wenn Sie eins können, dann ist es rechnen. Das heißt, der sitzt da 2 Monate rum und kriegt Geld. Nee. Gehen Sie doch mal so lange ins Feuilleton. Da wird gerade umgebaut, dann gab es diese Schlussseite. Jetzt kennt jeder die Situation an Arbeitsplätzen im Moment. Wenn die neue Arbeit sich ausdenken, dann wird natürlich niemand dafür eingestellt. Sondern dann können die Leute halt ein bisschen länger da bleiben, die da bis jetzt gearbeitet haben. Das heißt, entweder werden da Leute wirklich bis um 8, bis um 9, was weiß, also so lange, wie sie jetzt sitzen wegen dem Internet. Jedenfalls werden sie länger da gesessen oder aber der Neue macht so lang. Und auch so lang wurden 7 Jahre. Und dann bin ich weg, dann bin ich wieder hin. Aber der entscheidende Punkt ist tatsächlich der, es gibt Tage, da wünsche ich mir eine Situation im Parlament, auf der Straße und im Meinungsklima, wo ich diese Dinge, die manchmal als Hofnarreteien dann bezeichnet werden, nicht mehr so einfach machen kann. Es gibt andere Tage, da bin ich froh, denn wir kommen wieder zu Hax oder zur Kunst. Der Hofnarr ist zwar ein Kasper bei Shakespeare, aber ist der Einzige, der die Wahrheit sagt. Das ist doch ein Weltflagg. Das ist doch ein Weltflagg und ein glänzendes Bildung, solche Sachen gut einzubringen, ist eine Leistung. Verstanden, verstanden. Lassen wir andere Besitzungen. Wer möchte? Ich sehe im Moment niemanden, was mich sehr wundert. Aber Stichwort Hans-Heinz Holz. Es ging mir wirklich beim Lesen so, Begriffsbildung, Stellung des Gedanken zur Wirklichkeit, Widerspiegelung, Relation im Sinne von Hans-Heinz Holz, nicht als, wie das die Metapher nahelegt, im Sinne des Spiegels. Also spielt das eine Rolle, die ganze Überlegung und welche? Absolut. Also ich als derjenige, der den Holz wirklich gut kennt und du hast ihn jetzt erst kennengelernt, muss da sozusagen jetzt die Apologie leisten, was ich fast nicht kann. Es ist so passiert, die Zeit, in der diese Gedanken entstanden sind, das Buch ist, wie gesagt, 10 Jahre alt in seinem Werden, hat interessanterweise zunächst mal tatsächlich diese Kunstphilosophie von Holz eine große Rolle gespielt. Einfach deswegen, weil er der Einzige ist, der sich zu der Widerspiegelung bekannt hat und gesagt hat, die kann man noch wesentlich intelligenter fassen. Ja. Und dann gesagt hat, Widerspiegelung nicht von irgendwelchen Sachen, sondern von Relationen und so weiter. Und es ist Leibniz, es ist diese ganze apollinische Linie, die es gibt, die Vernunftlinie, eben, die rationalistische Linie. Und da tatsächlich sozusagen Vernunft stärker unter Beschuss war in diesen letzten 100 Jahren Imperialismus als Materialismus. Ja. Das heißt, zu irgendeiner blöden, verschämten, verdrucksten, verlogenen Form von Materialismus bekehren sich irgendwann alle. Also bürgerliche Geschichtsschreibung gibt inzwischen zu, dass es nicht einfach Dampfmaschinenzeit war oder dass irgendwie irgendein Funke des Bla. So, also wenn man das liest, da ist schon ziemlich viel Basisüberbau und sowas drin inzwischen, bei den Klügeren. Aber in der Tat, dass es nun auch noch eine Vernunft geben soll, das geht zu weit. Und da hat Holz mit einer Tapferkeit, mit einer Klarheit, mit einer Eloquenz dafür gestritten, dass man wirklich nur auf die Knie fallen kann. Interessanterweise habe ich ihn im Rahmen dessen, was ich vorhin gesagt habe, nämlich, dass wir sozusagen ideologiekritische Arbeit machen, und uns an diesen ganzen Leuten abarbeiten, als jemand gesehen, der so schnell ist, dass es mir völlig stimmig erschien, einen hoffentlich guten Nachruf zu schreiben, der sagt, da habt ihr jemanden verpasst, der, und diese Formulierung gefällt mir selber, obwohl sie von mir ist, sich zeitweise als einen der letzten marxistischen Gelehrten einer bestimmten Tradition gesehen hat und möglicherweise aber einer der ersten wird. Ja. Also so habe ich ihn gesehen. Das heißt, ich habe ihn als jemand gesehen, zu dem man sozusagen in der FAZ auch immer Stellung nehmen muss. Und ich habe ihn, und das ist meine einzige Entschuldigung, als zu lebendig, aktiv, interventionistisch empfunden, als dass ich ihn in dieses sozusagen Büchergefängnis der großen Panoramasicht, das wird aber mit Sicherheit korrigiert werden. Und falls der Shitstorm, der auf uns niederprasselt, uns eine weitere Auflage erlaubt, gibt es auch schon Gedanken, die da wieder rein müssen und die dann definitiv an Holz gebunden sind. Ja, ja. Vielleicht darf ich mal ergänzen, der Zufall will es, dass
das große Nachlasswerk von Hans-Heinz Holz, die 5 Bände Problemgeschichte der Dialektik, über den Preis sage ich jetzt mal nichts, zufällig praktisch parallel mit Ihrem Buch auf meinem Tisch gelandet sind. Und ja, ich habe dann auch angefangen, sozusagen ein bisschen parallel jetzt zu lesen. Und ja, also da ist sehr viel Korrelation. Also ich gehe sogar noch weiter. Ich kann jetzt nur versprechen. Und das mit dem Anfang finde ich völlig, also diese Problemgeschichte, die Dialektik, davon bin ich auch überzeugt, die wird noch sehr, sehr viel anrichten. Also ich würde sogar noch weitergehen. Es gibt eine Stelle, ich glaube im ersten Band dieser Aufhebung Verwirklichung der Philosophie. Nein, das meine ich jetzt nicht. Das ist eine Ausgabe der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft. Ah, okay. Sie meinen nicht das Aurora? Nein, nicht die 3 Bände, die im Aurora Verlag erschienen sind, sondern es sind 5 Bände von der Antike bis... Okay. Ach, das ist das, was mal bei Metzler... Es sind 3 Bände 1997 erschienen unter dem Titel Einheit und Widerspruch. Und er hat es jetzt komplettiert und ergänzt, kurz vor seinem Tode fertiggestellt. Ich glaube, das bisschen Reklame ist an dieser Stelle. Großartig, ich würde das auch noch ergänzen. Und zwar dann doch um diesen Band, den ich gerade schon dachte, dass Sie davon reden. Nein. Und zwar den ersten von dieser Aurora-Ausgabe. Ja. Aber weil Sie sagen, teuer, ich meine, Hans Bollschläger hat mal sehr schön gesagt über sein Buch Herzgewächse bei Hoffmanns, es kostet so viel wie ein kleiner Staubsauger, aber es hält viel länger. bei Hans-Heinz Holz könnte es demgemäß so viel kosten wie ein Flugzeugträger, denn es hält auch da wahrscheinlich viel länger. Aber es gibt einen Passus da drin, wo er sehr überraschend für Leute, die so einen vulgär platt Aufklärungsbegriff haben, Leibniz verteidigt für die beste aller möglichen Welten. Mhm. Wo man ja denkt, das ist nun wirklich Theologenquatsch. Und es ist wirklich genial, wie er es macht. Und es hat noch eine Pointe, ich werde es jetzt referieren und dann werde ich die Pointe dranhängen. Was er sagt ist, es ist doch eine Idiotie zu glauben, dass Leibniz damit sagen wollte, die Welt ist fertig. Mhm. Und nicht mehr kritikfähig und nicht mehr verbesserbar. Ja. Sonst hätte er doch nicht Bände über Bände geschrieben, die A, zu geistigen Dingen irgendwie Beiträge leisten, wo man was verbessern muss. So wäre er ja nicht so rührig gewesen. Nein, was er meint ist, und das ist wirklich eine Finesse bei Holz an der Stelle, wo man sagt, das ist Hirnchirurgie mit einem Haar als Instrument. Er sagt, diese Welt ist die beste aller möglichen Welten, weil sie außerwirklich auch noch möglich ist. Mhm. Weil sie außer Wirklichkeit Möglichkeiten enthält, weil sie offen ist, weil sie nicht fertig ist. Und das macht sie zur Besten, denn sie ist verbesserbar. Mhm. Denn selbst die allerbeste wäre nicht die beste, weil sie wäre nicht mehr verbesserbar. Und das ist ein Malus. Das heißt, in diesen 2 auch noch, und das ist auch ein Punkt, warum man Holz manchmal übersieht, als Exegese getarnten eigenen Denkleistungen. Mhm. Das ist nämlich seine Haupttat, dass er die ganze Zeit hingeht und sagt, ich lese jetzt mal das und fasse das zusammen. Myriaden von Gelehrten hätten es so nicht zusammengefasst, weil sie es A, nicht verstanden haben und B, kein Hirn hatten wie Holz. Aber das Irre ist also, und jetzt kommt die Pointe, in dieser kurzen Verteidigung von Leibniz stecken unsere ganzen 900 Seiten, soweit sie einen positiven Gehalt haben. Echt? Ja. Wie gesagt, also dieser Wechsel von konstruktivistischem Herangehen, das ist vielleicht deutlich geworden in dem, was wir heute gearbeitet haben, dass sozusagen im Machen, im Kampf um Veränderungen, im Machen da ist, nicht als Ideal, sondern eben im Kampf auch entsteht. Und als Programm, ist immer das Gegenwort. Ja, so, also, ja, das wollen wir, das muss sein. Das hat sehr viel mit der Holzschen Fassung von Dialektik zu tun und da kann ich Dietmar da nur zustimmen. Das ist auf den 900 Seiten, ja, denkt man die ganze Zeit, na nu, das hast du doch sozusagen historisch gesehen. Das haben doch die Verbotenen auch immer gesagt. Ja, genau. Vielleicht darf ich noch eine Frage stellen nach einem Begriff, der, glaube ich, jetzt hier sehr gut anschließt, der letzte Woche im Brechthaus eine Rolle spielte, die Perfektibilität. Das war ich, toll. ja, die Perfektibilität ist im Grunde sozusagen das Verbesserungsäquivalent zu der Naturrechtssache, die ich erzählt habe. Es ist die Vorstellung, dass Menschen verbesserbar sind.
Das war hin zum Heilsgeschichtlichen gedacht, also Vervollkommnung. Vielleicht eine kleine Geschichte tatsächlich, die sozusagen tangential damit nur zu tun hat, die aber ganz toll ist. Die Mormonen. Es gibt ein dialektisches Denkproblem in der Religion, wenn man sagt, er ist allwissend, er ist allgütig und er lässt trotzdem die ganze Scheiße zu. Das ist das Theodizee-Problem. Wenn man also beispielsweise sagt, die Hölle, wie kann er mich denn bestrafen für etwas, was ich mache, weil ich so bin, wie ich bin, was ich ja nur bin, weil er mich so gemacht hat. So, da gibt es alle möglichen Varianten. Die Zeugen Jehovas sagen einfach, das mit der Hölle steht gar nicht in der Bibel. Die einen werden halt sterben, die Bösen, und die anderen kommen in den Himmel. Und da ist es wahnsinnig langweilig, nach deren Version. Aber die Mormonen haben eine schöne dialektische Geschichte, die viel damit zu tun hat, wie man sich sozusagen ein Gerechtigkeitsprinzip, deshalb komme ich drauf, vorstellen kann, jenseits auch von Lohnarbeit. Und ein sozusagen für die sozialistische Stufe, die sagt, wie war das, jeder und jede nach ihren und seinen Fähigkeiten, jedem und jeder nach seinen Bedürfnissen. So, die Mormonen machen das so, es gibt nur Himmel, aber die sind verschieden gut. Und das heißt, ich komme in ein. Das heißt, ich komme in einen sehr guten Himmel, aber ich weiß, es gibt noch einen besseren. Das macht mich fertig. Ja, genau. Dieses ist gemeint als Gleichnis auf das Absterben des Staates. Ja, denke ich doch. Nicht? Und so in allem könnte man fast sagen. Jetzt mache ich eine menschliche Anmerkung. Wir beide sind, glaube ich, fertig. Ja, es ist auch 9 Uhr. Wir haben fast 2 Stunden herum. Also eine oder zwei Fragen von mir aus, glaube ich, trotz Zahnarzt, langer Reise und allem. Ja, man hat in Leipzig gestern getan, was die Taz gerne würde. Man hat mir die Fresse poliert. Ah ja. ja, Sie bitte. Also ich hätte nur eine ganz einfache Frage nach dem Menschenbild, ob das in dem Buch auch irgendwie auftaucht. Das ist einfach die Frage, ob man grundsätzlich von einer Verbesserungsfähigkeit von einem Mensch ausgeht oder, also ich meine, es ist ja eigentlich eine religiöse Frage, aber wird ja immer so getan, als ob jetzt prinzipiell nur darum gehen würde, jetzt bestimmte Möglichkeiten wieder aufzuschließen. Aber wenn man sich jetzt mal fragt, ob der Mensch an sich überhaupt in der Lage ist, ob in dem Buch auch das Menschenbild eine Rolle spielt. Also insofern schon, als uns auch vorgeworfen wurde, wir sind zu positiv. Also dass wir... Also wir glauben es schon, ja. Auch da kann man wieder sagen, mit einer Anekdote antworten. Ernesto Kardinal, der große Befreiungstheologe, befand sich mal in so einer Situation. Also man kann das jetzt sehr flapsig finden, was ich antworte, aber es ist tatsächlich ein Fingerzeig in eine Richtung, die man dann sehr lange diskutieren kann und jetzt nicht mehr. Aber Kardinal ist mal gefragt worden, glauben Sie, der Mensch ist verbesserbar? Sie als Theologe und Sozialist. Und er antwortete, die Gesundheitsversorgung für jemanden, der keine Fabrik besitzt, ist in Kuba viel besser als in Argentinien. Ja. Also es ist natürlich eine Antwort, die nicht metaphysisch ist, aber es spielt schon eine Rolle, wie lange ich leben kann, wie viel davon ich malochen muss für die Verbesserbarkeit. Nehmen wir an, sie ist metaphysisch gegeben und wir können alle Engel werden. Dann hilft uns dabei bestimmt nicht, wenn wir Dreck machen müssen die ganze Zeit, der uns abstumpft, der uns verblödet, der uns krank macht, der uns fertig macht. Also das Buch gehört zu der Kategorie, zu der Schopenhauer gesagt hat, ruchloser Optimismus. Ja, und dieser Mann stand dann eben am Fenster und gab denen, die auf die Revolutionäre geschossen haben, seinen Feldstecher, genau, damit sie besser treffen. Das hängt zusammen. Ja. Bitte ganz kurz. Ja? Nur eine ganz kurze Frage. Bei allem Missverstand der philosophischen These von der besten aller möglich wirklichen Welten, wirklich werdenden Welten, behält nicht der Protest Voltaires, nicht nur im Candide, sondern in seinem großen Gedicht auf das Erdbeben von Lissabon, sein Gewicht als Vorbehalt angesichts der Schatten.
Schattenseiten als Hinweis auf die Schattenseiten von Natur und Geschichte hat man allen Anlass ernst zu nehmen. Ich bin dabei, sein Gedicht zurzeit ins Deutsche zu übersetzen. Absolut, aber bedenken Sie, vergessen Sie bitte nie, dass die Leute, die die Tatsache, dass es hier furchtbar ist und dass das eine das andere frisst in der Natur und dass Erdbeben passieren und dass es unvorstellbares Elend gibt, meistens historisch immer eher auf der Seite zu finden waren, die gesagt haben, man muss es noch verbessern und man muss was tun, als auf der Seite, die daraus ableiten wollten, dann ist es eh egal. Das ist eben nicht von ungefähr Voltaire, der listige Dicht. Ja. Eben, und weil es von Voltaire kommt, nehme ich es auch ernst, aber es ist tatsächlich ein Missverständnis von Leibniz. Also, wieder das Wort Dialektik sozusagen, beide zusammen ergeben war. Beste aller möglichen, aller denkbar. So, so, ja, ich denke, wir entlassen unsere beiden herzlichen vielen Dank. Wir malen auch noch Sachen in Bücher, wenn es unsere sind. Ja, natürlich. Und eben, also Sie haben gemerkt, es ist ein Buch, ich will ja nicht sagen fürs Leben, aber für ein Einzelnes wahrscheinlich schon. Es ist ein Buch zum immer wieder hineingucken und immer neu anfangen. Also das will ich schon mal versprechen. Das ist aber etwas vor allem zum selber denken. Also, genug der Reklame, da liegt es. Ich habe noch ganz kurz einen Vorschlag. Ja. Das war heute wunderbarer Abend. Übrigens auch hier für seitliche Schläge auf den Hinterkopf. Wir müssen mal irgendwann in 6-7 Monaten einen Abend machen mit den Kollegen, die das Buch gelesen haben. Allerdings, ja. Ja, ja. Also einfach unbedingt. Inplex. Unbedingt. Keine Buchpremiere, also keine zweite, sondern einfach für die, also da laden wir einfach wirklich diejenigen ein. Früher hieß das Plansitzung, 2,5 von den 5 Jahren sind rum. Ja. Ja. Wie sieht es mit der Schweinemast aus? Ja. Und dann machen wir eine Veranstaltung zu gelesenem Buch und dann streiten wir uns mal ein bisschen. Und wir wollen das abfragen. Und wir wollen unbedingt eine Internetseite machen. Es ist jetzt nur noch die Frage, wer, wie und überhaupt. Das, okay, ist, das ist eine Diskussion. Weil das hatte Georg Füllbert auch vorgeschlagen. Ja, das weil das halte ich wirklich für wichtig, dass ich dann auch mal die Leute gemeinsam treffen, die auch einen Anfangsverdacht haben, aber auch die, die es dann gelesen haben. Und da kann man ja noch ein bisschen prügeln. Das geht auch, das geht gut. An der Eingangstür werden dann Wissensfragen gestellt zum Implex. Und eins wollte ich noch sagen, ich habe selber es vergessen. Im aktuellen Heft von Konkret ist ein sehr schönes Gespräch zwischen Barbara Kirchner, Dietmar Dart und Georg Föbert. Das empfehle ich auch, wer also da noch mehr lesen möchte, als er heute erfahren hat, hat dort Gelegenheit. Also nochmal, schönen Dank.